An dieser Stelle erst einmal natürlich herzlich willkommen bei unserem heutigen Event. Ich bin Julian Wachowiak, Campaign Manager und Social Selling Programmkoordinator hier bei der Cosmo Consult. Und ich freue mich, Sie heute durch den Termin begleiten zu dürfen. Ich freue mich direkt, unseren Chief Marketing Officer Peter Dibbern begrüßen zu dürfen, der eine kurze, inspirierende Rede halten möchte zu seiner persönlichen Erfahrung mit der Cloud und wie er persönlich auch zum Cloudiator wurde. Peter, herzlich willkommen. Ich denke, du bist auch soweit schon drin. Hallo Julian, herzlich willkommen alle Teilnehmer. Wir sind richtig froh, dass wir so viele Teilnehmer gefunden haben zu so später, sag ich mal, Stunde in diesem Jahr. Ich selbst bin jetzt aus Münster. Da sieht man auch, die Digitalisierung funktioniert. Der Kollege Julian sitzt in Münster und ich bin in Berlin. Also auf der Ecke funktioniert es schon mal mit der Digitalisierung. Man kann schon erkennen, dass ich als Mitarbeiter der Cosmo Consult auch selbst eine Transformation durchlebt habe. Und auf dem Bild bin ich zu sehen, da bin ich noch ein paar Jahre jünger, aber da war ich schon, sage ich mal, komplett cloudifiziert und habe da quasi auch beim Wechsel von meinem alten Arbeitgeber zur Cosmo Consult im Grunde genommen mein letztes Update gefahren. Also nicht nur, weil ich mich total pudelwohl fühle bei der Cosmo Consult und hier möglicherweise auch in Rente gehe, sondern hier ging es auch um ein technisches Update. Eine Transformation, die ich sozusagen am eigenen Leibe ausprobiert habe und zu einem Zeitpunkt, als noch nicht so viele Kosmonauten tatsächlich in der Cloud arbeiteten. Also viele meiner Kolleginnen von damals, wir sprechen jetzt vom Jahr 2016, die waren alle noch nicht komplett in der Cloud. Und ich hatte mir damals überlegt, wie kann ich eigentlich mein eigenes Arbeitsumfeld verändern? Und da kam mir der Gedanke, wie wäre es denn, wenn ich alle die Anwendungen, die für mich relevant sind, ausschließlich in der Cloud nutze, ausschließlich über einen Browser nutze und dadurch vielleicht eine gewisse Modernität in die Organisation hineinbringen kann. Jetzt muss man wissen, ich bin nicht der technisch versierteste. Deswegen bin ich im Grunde genommen auch jemand, der sich eher so als Anwender sieht, aber der eben versucht hat, frühzeitig modern zu arbeiten. Das war 2016 und viele Kolleginnen und Kollegen aus der IT-Abteilung haben immer zu mir gesagt, dein Desktop sieht ja ganz anders aus als bei mir. Und den großen Vorteil, damals natürlich noch nicht alle Produkte so richtig SaaS, also Software as a Service ready oder Cloud ready, aber den großen Mehrwert, den ich für mich persönlich erkannt hatte, war tatsächlich, dass ich durch die Nutzung der Anwendung aus der Cloud permanent und sofort den Zugang zu neuen Funktionen bekomme. Neue Funktionen, neue Technologien. Ich arbeite ausschließlich in der Cloud. Ich mache mein letztes Update, nämlich ich nutze diese Anwendung ausschließlich als Software as a Service und habe dadurch permanent die neueste Technologie im Zugriff. Denken Sie selbst auch mal darüber nach, was das bedeuten würde, zum Beispiel für Ihr ERP-System oder aber auch für ein CRM-System oder das Zusammenspiel von unterschiedlichen Produkten einer Plattform. Gleichzeitig, und das sieht man hier auf dem Bild, da war Feuerwehralarm bei uns hier in der Zentrale in Berlin und ich habe einfach mal meinen PC mit runtergenommen. Ja, normalerweise würde man ja nicht seine Hardware mit runternehmen, wenn es letztlich einen Feuerwehralarm gibt. Aber bei mir ist ja quasi mein Laptop oder mein mobiles Gerät letztlich mein Device, was ich nutze. Ich habe gar keinen festen Rechner ja mehr gehabt. Also ich bin in der Lage, von überall und permanent verfügbar auf die Kernanwendung, die in meinem
Arbeitsumfeld eine Rolle spielen, zuzugreifen. Nun, das sind irgendwie so ein bisschen so Selbstgänge. Aber wenn wir jetzt nochmal überlegen, was ist denn eigentlich der Unterschied heute mit Plattformen von Microsoft zu arbeiten, dann bedeutet das insbesondere das integrierte Zusammenspiel der einzelnen Anwendungen. Deswegen kann man auch wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass eine Plattform größer, mächtiger und besser ist als die Summe von Einzelanwendungen. Und insbesondere natürlich, wenn man sie sukzessive aufbaut. Wir sprechen bei uns in der Cosmo Consult von End-to-End-Anwendungen. Aber es bedeutet eben auch, dass wir deutlich mehr integriert arbeiten können. Integriert heißt auch Integration zu Teams in der Zusammenarbeit oder aber auch im Bereich Outlook, im Kontext ERP und zum Beispiel, wenn es darum geht, Rechnungen zu versenden und digital zu versenden. Aber es gibt noch weitere Vorteile. Denn die Anwendungen, die nutze ich im Browser. Also Web und Cloud und meine Daten, die habe ich geschützt in meinem Bereich. Nehme ich jetzt mal Präsentationen bei OneDrive. Oder ich habe eben die Anwendungen auch als Service verfügbar. Ich nutze im Grunde genommen den Service eben genau nur die Zeit, wo ich tatsächlich den Bedarf habe, eine gewisse Funktionalität einzusetzen. Das sind all solche Vorteile, die wir in der Vergangenheit im klassischen On-Prem nicht hatten. Und zu Beginn, ich selbst hatte 2009, 2010 ein Startup im Bereich Cloud Computing für projektorientierte Dienstleister. Und damals war permanent die Frage nach der Sicherheit. Wir müssen uns jetzt eigentlich genau von dieser Fragestellung, das wird mit Sicherheit hier und da auch im Rahmen unserer Veranstaltung nochmal thematisiert und auch beantwortet. Es ist tatsächlich so, dass wir heute sagen können, dass diese Thematik eher ein Pluspunkt für die Cloud ist, was die Sicherheit betrifft, was auch die Investitionen von einem Technologieunternehmen wie Microsoft betrifft, in die Sicherheit dieser Anwendung, die nun mal weltweit breit in der Nutzung sind und wo sich so ein Hersteller auch überhaupt gar keine Blöße geben darf, hier in irgendeiner Form Abstriche zu machen. Gleichzeitig habe ich eine immense Flexibilität durch die Nutzung von Funktionalitäten in der Cloud erlangt, wo ich persönlich sage, die will ich heute gar nicht mehr missen. Und ich hoffe, dass wir im Rahmen dieser Veranstaltung heute es für Sie plausibel machen können, weshalb dieser Schritt in Richtung Cloud auch wirklich der richtige Schritt ist und dass man den am besten mit Cosmo Consult gehen sollte. Ich gebe zurück in die Zentrale nach Münster. Vielen Dank, Julian. Ich wünsche allen Beteiligten eine Menge Spaß, viele Informationen. Und stellen Sie Fragen. Wir haben heute einen großen Rahmen und wir freuen uns sehr, hier so zahlreiche Teilnehmer begrüßen zu können und hoffen, dass Sie schlauer rausgehen aus dem heutigen Webinar, als Sie reingegangen sind. Tschüss! Vielen Dank, Peter, für die ersten inspirierenden Worte. Ich persönlich finde es total spannend, bei dir zu sehen, wie diese persönliche Motivation oder dieses persönliche Interesse halt eben auch dann in einem beruflichen Umfeld zum Tragen kommen kann. Absolut spannend. Ihr seht, also Sie sehen es schon, meine beiden Kollegen Florian Löhrmann und
Dirk Stelzner haben sich bereits per Video zugeschaltet und sind auch schon per Audio eben da. Damit wir gar nicht viel Zeit verlieren an dieser Stelle, geht es direkt mit unserem zweiten Part weiter, nämlich unserem sogenannten Pep-Talk, also eine Art Vorbereitungstalk, wie es so schön heißt. Genau, Florian Löhrmann, unser Account-Manager von der Cosmo Consult und Experte im Bereich SaaS und halt eben unser Partner von Microsoft, Dirk Stelzner, der sich ebenfalls, bereit erklärt hat, freundlicherweise hier noch einen Teil mitzumachen. Ich habe eure Vorstellung, eure Präsentation schon mal gesehen auf unserem Event in Hamburg. Ich schaue es mir auch gerne noch 200 Mal an, weil ich es so gut fand. Von daher, the stage is yours. Viel Spaß und ja, lassen Sie sich berieseln. Dankeschön. Ja, auch schöne liebe Grüße aus Hamburg. Wie gesagt, danke Julian für die Anmoderation und danke auch Peter für diese Inspiration. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn du darüber erzählst, wie du deinen eigenen Weg zum Cloudiator irgendwie geschafft hast. Uns ist heute eine Sache ganz, ganz wichtig, Dirk und mir. Nicht nur, dass ihr schlauer rausgeht, sondern dass ihr A, ein bisschen Spaß habt und damit das Event auch in dem Fall nicht langweilig wird, haben wir tatsächlich einige Fragen für euch vorbereitet, die wir euch bitten würden zu beantworten. Und dann würden wir nämlich auf diese Antworten, die ihr jetzt gleich abgeben werdet, eingehen und dann haben wir eine richtig schöne Moderation. Was hast du, Dirk? Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ja, ich freue mich auf die Antworten. So, Jürgen, dann wollen wir mal gucken, wie die erste Frage ist. Was verbinde ich mit der Cloud? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, viele werden wahrscheinlich mit hohen Kosten in dem Fall um die Ecke kommen, vielleicht auch mit vielen Fragezeichen. Was passiert mit meinen Daten? Wo sind sie überhaupt? Ne? Ist Cloud für mich überhaupt interessant oder nicht? Bin ich bereit, mich wirklich zu transformieren? Keine Ahnung, wie siehst du das? Ich glaube, viele richtige Fragen und viele richtige Punkte, die wir hier sehen. Ich denke, wir werden in ein paar Sekunden auch die Umfrage zumachen. Wir werden aber schon mal drauf eingehen. Das Thema Kosten ist natürlich immer ganz oben bei dieser Diskussion, was daran liegt, dass man auf jeden Fall nicht nur die Lizenzkosten betrachten muss, sondern natürlich auch die Infrastrukturkosten zum Beispiel. Wichtig ist hier zu verstehen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern dass man wirklich sich anschaut, was kostet mich das, wenn ich heute eine On-Premise-Umgebung selber hoste. Dazu gehören natürlich die Lizenzkosten, zum Beispiel für die Cloud-Lizenzen, also für die ERP-Lizenzen, über die wir ja heute reden, aber natürlich auch die ganzen Infrastruktur-Lizenzen. Und wir haben hier schon die Auswertung, 15% sagen, hohe Kosten ist ein wichtiger Punkt. Dann gehe ich da noch ein bisschen weiter drauf ein. Also wie gesagt, die Kosten nicht nur für die reinen Software-Lizenzen, für die ERP-Lösung, sondern natürlich auch Betriebssysteme, Datenbanken, Server-Systeme, Backup-Software und Ähnliches. Der Vorteil ist, dass die in einem Cloud-Kosten integriert sind. Zusätzlich kommt natürlich noch das ganze Betrieb, den ich habe, Personal, Räume. In heutigen Zeiten auch nicht ganz uninteressant, Stromkosten zum Beispiel, also Infrastruktur und Energiekosten sind sicherlich wichtige Themen, die dort auch mit hineinspielen. Also es ist eigentlich eher eine Umverteilung. Das heißt also, wir reden jetzt nicht nur über den jeweiligen Lizenz und den jeweiligen Umzug, sondern wenn wir wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen wollen, damit die sozusagen entweder Äpfel oder Birnen werden, müssen wir sozusagen von Stromkosten, Mitarbeiter, Server-Hosting, Hardware und was da alles mit reinkommt, zusammenpacken und dann haben wir eigentlich nicht nur eine Sache ist teuer, eine andere ist günstig, sondern durch eine Umverteilung ergibt es im Endeffekt das Ende. Ist das so richtig? Das ist vom Prinzip her so richtig, wobei in der Regel halt, wenn man alle Kosten betrachtet, der Cloud-Betrieb tatsächlich eine sehr interessante kaufmännische Alternative auf jeden Fall darstellt. Thema Datensicherheit haben wir später nochmal eine Frage, da werden wir ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wenn Sie jetzt verstanden haben oder wenn Sie jetzt die Frage dieses Auditorium so verstanden haben, dass die Cloud nicht sicher ist, weil sie sagen, Datensicherheit sind nur 8%, dann würde ich mir jetzt ein bisschen Sorgen machen. Ich hoffe, das ist etwas anders interpretiert. Also Datensicherheit, wie gesagt, haben wir später nochmal eine vertiefende Frage. Und hier gibt es immer zwei Aspekte, die man betrachten muss. Das eine ist die Datensicherheit, also das Thema, wo sind die Daten geschützt, wo liegen sie, wer kann darauf zugreifen, Stichwort Cyberattacken oder eben Zugriffshacks oder Ähnliches. Und das Thema ist auch relativ präsent, gerade auch in den Medien. Wieder, ne? Immer wieder. Und man darf auch nicht dem Irrtum sich hingeben, dass nur große Unternehmen angegriffen werden. Ja, man sieht das in den Medien, es geht von öffentlichen Anbietern wie Krankenhäusern oder Schulen hin zu natürlich auch sehr großen Firmen, aber immer mehr der Mittelstand. Und das ist ja auch unser Thema heute, Mittelstand. Und von daher ist es wichtig, dass ich
hier eine gute funktionierende Strategie habe. Und in den Cloud-Rechenzentren von Microsoft ist die natürlich vorhanden. Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil es ist ja ein Unterschied, wie ich mit meinen privaten Daten umgehe. Da habe ich in einem IT-Unternehmen gearbeitet, wo wir viele Geräte eingerichtet haben, wo Dokumente drauf waren, wo Fotos drauf waren, wo viele auch wirklich kein Know-how mitgebracht haben und sagen, bitte unterstützen Sie mich, bringen Sie das alles von A nach B. Und für die war das einfach relativ einfach, dass wir das machen können, haben aber die Sensibilität, die wir sozusagen in Angriff genommen haben, nicht verstanden. Jetzt haben wir nicht nur... Bei mir persönlich, privat ist nichts zu holen oder ach, Sie können sich meine Fotos schon mal angucken, da ist nichts Schlimmes in dem Fall drauf. Aber jetzt haben wir natürlich das Gleiche, was wir als persönliche oder als private Datenstruktur haben, natürlich jetzt als, in dem Fall Geschäftsmann, als Geschäftsführer, der Entscheidungen trifft für sein Unternehmen und nicht nur für seine privaten Daten, die ihm vielleicht nicht so wichtig sind oder wo er wirklich keine wichtigen Daten drauf hat, sondern natürlich von den Daten des jeweiligen Unternehmens. Und das wird natürlich in dem Fall gefährlich. Und dieses Gefühl zu sagen, ich Mittelständler mit sag mal, nur 50 Mitarbeitern bin vielleicht nicht so interessant wie das große Werk um die Ecke mit 200 oder mehr Mitarbeitern. Das heißt, das finde ich super, dass du das anbringst. Alle Daten sind interessant für Leute, die dieses professionell machen, sage ich mal. Vielleicht wollen auch manche einfach nur ein bisschen ärgern und da interessiert es sie eigentlich relativ wenig, ob sie klein oder groß ärgern. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, Stichwort sind da halt diese Verschlüsselungen, ne? Wo einfach die Daten komplett verschlüsselt werden und man kein Lösegeld bezahlt. Also sicherlich ein extrem wichtiges Thema. Und Microsoft macht dort große Investitionen, gehe ich später nochmal ein bisschen drauf ein. Der zweite Punkt ist aber auch wichtig. Wenn wir über Datensicherheit reden, reden wir auch über Datenintegrität. Also sind das die richtigen Daten? Sind meine Daten richtig? Sind meine Daten korrekt? Oder kann die jemand verändern? Und dort haben wir natürlich auch Vorsorge getroffen. Wir haben eigentlich alle gängigen Zertifizierungen in unseren Softwarelösungen. Es gibt sogar pro Land auch bestimmte, die wichtig sind, die halt auch gemacht werden von Microsoft und angeboten werden, damit sie sicher sind, dass diese Daten auch, die dort drin sind, auch entsprechend der Normen und der gesetzlichen Vorschriften richtig vorhanden sind. Ja, das erinnert mich so ein bisschen aus, machen Sie aus einer Word-Datei mit dem PDF, ne? Wenn Sie Ihren Bewerbungslauf in dem Fall wegschicken, das ist vielleicht so ein bisschen aber nur, dass man weiß, okay, was ist mit, das kann die Verschlüsselung anfangen. Wir haben natürlich auch viele Experten hier, die zuhören, also das war nur so ein kleiner Witz nebenbei. Die wissen ja schon, wie Verschlüsselung in dem Fall funktioniert. Was mich aber interessiert ist, Julian, was ist denn mit Frage 2? Was kommt da auf uns zu? Sehr, sehr spannende Frage. Weil jetzt stellen wir uns mal vor, Dirk, da ist ein Kunde, der vielleicht on-prem unterwegs ist, der sagt, Mensch, Cloud-Sicherheit ist vielleicht mir doch ganz wichtig. Ich sehe auch die Zukunft mit dem Updates und alles, was damit zusammenhängt. Ich habe Interesse, ich möchte jetzt immigrieren, wie man so schön sagt, oder migrieren. Ist das denn so einfach, wenn man dann schon eine jeweilige Struktur vorgegeben hat? Kann man die so einfach über den Haufen werfen? Das werden bestimmt Fragen werden, die wir hier nochmal aufgreifen sollten. Denn das interessiert, glaube ich, viele. Nicht nur der Umzug selber, ich entscheide mich für ein neues Produkt oder nicht, ja, sondern im Endeffekt, ja, was passiert mit dem alten eigentlich? Ja, das ist korrekt. Diese Fragestellung geht genau hier drauf ein. Und prinzipiell gibt es da auch keine richtige oder falsche Antwort. Ja, das ist immer individuell. Weil für jeden Kunden sind die Cloud-Lösungen, die man verwenden kann, nicht immer zu 100% tatsächlich auch in der Cloud fähig. Das ist ein kleiner Widerspruch, aber also die Lösungen, die ich verwende, sind nicht immer 100% Cloud fähig. Das heißt, ich kann als Kunde natürlich hingehen und sagen, ich möchte hybride Systeme haben, ich möchte 100% Cloud haben oder ich möchte on-prem fahren. Das sind ja die drei prinzipiellen Möglichkeiten. Hybride Systeme bieten natürlich den Vorteil, dass wir Lösungen, die nicht in der Cloud zur Verfügung stehen, die Sie vielleicht verwenden, eben trotzdem angekoppelt werden können, angebunden werden können. Das ist natürlich wichtig für Sie, damit der Betrieb weitergeht. Das heißt, selbst wenn Sie die Finanzbuchhaltung, die Auftragsverwaltung, also das ERP-System in die Cloud bringen, müssen Sie natürlich auch sicherstellen, dass zum Beispiel die Maschinenanbindung funktioniert oder eben weitere Drittsysteme, die vielleicht bestimmte für Sie so wichtig sind, dass Sie sie nicht ersetzen können, auch wenn Sie nicht in der Cloud verfügbar sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Ihre Investitionen und Ihre Strategie kann natürlich auch hybrid mit Microsoft-Lösungen abgebildet werden. Das sieht man hier ganz gut, ne? Also wenn man jetzt sich dann die Umfrage mal anschaut, wir haben 43%, die sagen, mit modernen Web-Services und Schnittstellen und natürlich auch zu gucken, ja, kann ich eigentlich meine alten Systeme oder Systeme, die ich aktiv nutze, sind die überhaupt cloudfähig? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit?
Ich finde es auch sehr, sehr mutig, muss ich dazu sagen. Es gibt 12%, die sagen, gar nicht, mir fehlt eine Strategie. Auch das finde ich lobenswert, weil man muss sich auch wirklich fragen, persönlich, habe ich vielleicht Interesse, einen bestimmten Schritt zu gehen oder eine bestimmte Lösung anzunehmen, aber wie komme ich da hin? Wer unterstützt mich da vielleicht sogar? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch strategisch gerne so ein bisschen am Schluss nochmal wiederbringen können, weil wir haben tatsächlich einen Kollegen, der sich genau auf diese Frage sozusagen vorbereitet hat, das ist Sven Thielemann. Und das ist wirklich eine Sache, der diese hauptsächlich über Strategie und diese Sache überspricht. Also das greifen wir wirklich intensiv nochmal auf. Das ist gut, dass es natürlich dort Angebote gibt und Cosmo als einer unserer wichtigsten und besten Partner hat dann natürlich auch sehr viel Erfahrung. Das ist immer gut für uns und für die Kunden, um natürlich das Thema ganzheitliche Cloud-Strategie voranzubringen. Denn das ist die Strategie, die Microsoft fährt. Sie werden es aus den Medien kennen, Sie werden es auch vielleicht aus dem eigenen Betrieb kennen. Unsere strategische Ausrichtung ist natürlich die Cloud. Das gilt auch für ERP-Systeme. Und der Vorteile liegen darin, dass Sie zum Beispiel eben auch Ihre Office-Anwendungen, dass die direkt integriert sind in Microsoft, dass Sie aus Teams heraus zum Beispiel ein Business Central in einem unserer ERP-Systeme direkt Aufträge anschauen können. Und ähnliche, nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Integration mit SharePoint und so weiter und so weiter. Können Sie sich vorstellen, aus dem Plattformgedanken, wenn ein Hersteller das bietet, ist die Integration natürlich sehr, sehr gut und hat sicherlich Vorteile gegenüber dem schon angesprochenen hybriden Zugriff. Trotzdem bieten wir die Möglichkeiten an und vielleicht zu dem dritten Punkt noch, wenn Sie sagen, Sie brauchen eben diese Entscheidungshilfe, Florian hat es gerade gesagt, Experten von Cosmo stehen nachher oder auch natürlich im Nachgang zur Verfügung und wir unterstützen auch gerne. Ein Punkt dabei ist auch noch wichtig, den ich vielleicht sagen möchte, auch wenn wir eine 100% Cloud-Strategie haben, im Sinne von, da soll die Zukunft hingehen, bieten wir natürlich auch noch On-Premise-Lösungen an für unsere ERP-Systeme. Viele werden sie auch im Einsatz haben, wie heute hier sind, hoffe ich, um zu erfahren, wie es dann in die Cloud geht. Aber wir müssen nicht sofort alles in die Cloud bringen, das ist auch klar. Es ist wünschenswert, wenn es mit Ihrer Strategie übereinstimmt. Und wir möchten das natürlich gerne, weil es viele, viele Vorteile hat. Aber wenn es aus bestimmten Gründen einfach nicht geht, dann sind Sie ja auch. Ja, wir müssen auch da, vielen Dank, Dirk, also wir müssen da auch drüber sprechen. Es gibt jetzt nicht nur Erfolg oder Nicht-Erfolg, sondern es gibt ja auch einen Teilerfolg. Das heißt, wie du es gerade gesagt hast, ich greife den Ball mal auf. Wenn wir Kunden haben, die sagen, ja, ich möchte in die Cloud gehen, aber bestimmte Sachen, Systeme, was auch immer, oder Strategie hindert mich, diesen Weg zu gehen, gibt es ja die Möglichkeit, wie du angesprochen hast, eine hybride Lösung zu sagen, ich halte erstmal an meiner sicheren On-Premise-Lösung an und gehe in eine Vor-Cloud, sage ich mir, nenne ich sie einfach mal, und bereite mich eigentlich schon mal vor, den digitalen Umzug schon mal alles einzupacken und dann, wenn ich in dem Fall bereit bin, wenn die Module angepasst sind, was auch immer, dann bin ich auch bereit, den Mehrwert schon erkennen zu können und kann dann mit dem letzten Impuls in dem Fall zu der Cloud gehen. Was ich daran sehr, sehr toll finde, was Peter Dillmann am Anfang gesagt hat, es ist auch vollkommen egal, welche Geräte ich intern als Firma nutze. Das heißt, ob ich jetzt Apple, Microsoft, welche Geräte es auch noch gibt, welche Systeme, ich kann alles über einen Browser in dem Fall nutzen. Das heißt, es macht für alle Leute, die schon IT-Struktur haben, es auch wesentlich einfacher, ihre bestehende Struktur in die Browserwelt zu heben. Richtig. Und von überall. Richtig. Ist es denn skalierbar? Das ist absolut richtig. Die Gerätefrage stellt sich heutzutage eigentlich nicht mehr. Muss man mal ganz klar sagen, ob wir einen Browser haben. Wir unterstützen natürlich alle gängigen Browser. Aber von daher ist das kein Thema. Sie können, da kann jeder mit dem Gerät, was er möchte, halt drauf arbeiten. Zum Thema Skalierbarkeit, absolut. Ich meine, Cloud ist genau für Skalierbarkeit ausgerichtet. Ja, das ist ja ein weiterer Vorteil, wenn Sie es nicht auf Ihren eigenen Servern oder eben bei Dritthostern betreiben. Skalierbarkeit ist automatisch gegeben. Ja, wir haben viele Tools, die permanent überwachen, die Auslastung sowohl auf der Datenbankseite, also Speicherplatz, als auch auf der Prozessorseite und die automatisch dann eben Kerne dazu schalten oder die virtuellen Maschinen entsprechend hochfahren, ohne dass da im Hintergrund etwas von dem Kunden oder dem Partner gemacht werden muss. Und von daher ist das der Vorteil der schnellen Skalierbarkeit, auch für Spitzen zum Beispiel, wenn wir über Saisongeschäft reden. Das ist auch der Vorteil. Man muss nicht das ganze Jahr über die Datenbankkapazität zum Beispiel oder die Speicher- oder Rechenkapazität vorhalten, sondern man kann das dann in den Spitzen automatisch hochfahren lassen und dann geht es auch wieder runter, anders als wenn man es selber
irgendwo hostet. Da muss man das ganze Jahr-Server haben und das ganze Jahr-Speicher und ähnliches. Also man bindet Kapital und das passiert in der Cloud eben nicht. Aber wo Kapital? Was machen wir denn, wenn Microsoft die Preise erhöht, mein Lieber? Das wäre auch interessant. Ja, wenn Microsoft die Preise erhöht, dann hat das meistens ökonomische Gründe, weil wir natürlich auch, ich habe es schon angesprochen, ja, Stromkosten. Aber ich möchte jetzt nicht wissen, wie stark tatsächlich unsere Stromrechnungen für die Rechenzentren gestiegen sind. Aber natürlich ist es klar, wir passen unsere Preise auch an die Gegebenheiten, wie jedes Unternehmen die Preise prüft, die herausgegeben werden. Das machen wir natürlich auch. Kann nur sagen, bisher haben wir die Preise für die ERP-Lösung, seitdem es die in der Cloud gibt, auch nicht erhöht. Oh, siehst du, Dirk, das passt doch. Haben wir uns gut abgestimmt. Ne? Microsoft hat Geld, aber die passen auch auf uns auf, dass wir nicht zu viel zahlen. Das finde ich sehr merkwürdig. Danke dir, Dirk. Ja, dann bin ich gespannt, was die nächste Frage mit uns bringt. Ah, die haben wir schon angerissen, die Frage. Wo sind eigentlich meine Daten? Ich glaube, das kann auch ein Punkt werden, ob ich Ahnung habe oder nicht. Wenn die Tür aufgeht und ich sehe einen Server, der blinkt und es ist nicht zu warm drin, gibt mir erstmal das Gefühl, da ist alles in Ordnung, es läuft alles. Wie siehst du das aus deiner Microsoft-Brille? Ja, ich sehe das so, dass ein professioneller Rechenzentrumsanbieter immer mehr machen kann als jemand, der das für sich selber tut. Das hat einfach mit der Skalierbarkeit zu tun, die du schon angesprochen hast, und natürlich mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Das heißt, wir als Microsoft haben ein weltweites Netzwerk von über 160 Rechenzentren und viele auch in Europa, auch einige in Deutschland. Mal gucken, wie gleich die Fragen beantworten werden. Und die Daten können natürlich oder liegen in der Regel in Deutschland beziehungsweise in der Europäischen Union. Da kommt es ein bisschen auf den Service an, da gibt es ein paar Unterschiede. Aber wenn wir über Teams und ERP-Daten reden und wir diese halt in deutschen Rechenzentren halten, in deutschen Rechenzentren vorhalten, dann bleiben die natürlich auch in Deutschland. Boah, wir sehen gerade die Umfrage. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus, ja. Da ist nämlich viel Wahrheit dran in der Umfrage. Tatsächlich ist es nämlich so, diese 5% alle Daten liegen in den USA. Das ist tatsächlich nicht so. Wir rechnen uns dann natürlich logischerweise auch nach den Vorschriften, auch wenn die kontrovers natürlich diskutiert wurden in den letzten Jahren, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz hat Microsoft dort sichergestellt, dass wir die europäischen Vorschriften sogar übererfüllen in den meisten Bereichen. Und wir haben auch gerade heute nochmal versichert, dass die Daten, die wir in der Europäischen Union, also die dort laut EU-Gesetzen abgespeichert werden können, auch in der EU bleiben. Es ist sowieso so, dass Daten nur übertragen werden, wenn sie zustimmen, also außer für Backup- und Sicherungszwecke natürlich. Also wenn wir in Deutschland Daten haben, dann werden die auch in ein zweites deutsches Rechenzentrum gespiegelt. Aber wenn Sie zum Beispiel Supportfälle haben, komplexe Sachen, die Ihr Partner nicht lösen kann, dann übertragen wir diese Daten mit dem Einverständnis. Also die Frage ist gut beantwortet, also war ein gutes Wissen, so würde ich sagen. Ja, fast alle haben gesagt EU in Deutschland und das stimmt auch. Da hat man auch wieder ein bisschen Vertrauen aufgebaut, finde ich. Also das gibt mir auch ein bisschen das Gefühl, dass sich auch Microsoft so ein bisschen an uns Europäern so ein bisschen bindet. Das ist ein schönes Gefühl. Definitiv. Also für mich als Deutscher ist das natürlich auch immer ein privates Thema, ein persönliches Thema. Ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass die Firma, für die ich arbeite, tatsächlich auch den Weg geht und die stärkeren europäischen Anforderungen weltweit umsetzt. Also die gelten auch in USA. Ja, ja. Und das ist einfach etwas, was ich ja positiv finde und auch gerade für die Kunden sehr beruhigend ist. Also mich hat es auf jeden Fall schon beruhigt, Dirk. Sehr gut. Julian, was haben wir als nächste Frage? Ja, das ist eigentlich, glaube ich, mit meine spannendste Frage. Ja, die ist gut. Zugriff auf meine Daten. Ich habe das schon ein bisschen angerissen, ne, dass es Menschen gibt, die privat mit ihren Daten eigentlich relativ offen sind. Ne, Social Media, alles posten, was so in dem Fall geht. Man hat ein Gefühl, dass man mehr über die Person, über die Social-Kanäle weiß, als wenn man sie tatsächlich im Büro trifft vielleicht. Ich weiß nicht, wie du das ist in dem Fall. Aber ich glaube, die Top-Antwort müsste meiner Meinung nach A sein, weil als Geheimagent da hat man, glaube ich, Zugriff auf alle Daten, die man in dem Fall braucht. Aber das interessiert mich wirklich. Das interessiert mich wirklich, Dirk. Ja, also da bin ich jetzt natürlich kein Experte. So, 12% waren auch meiner Meinung. Also ich bin kein Agent. Das sind vielleicht die Agenten hier. Ja, das kann sein. Ein bisschen Ernsthaftigkeit da rein, das ist schon ein wichtiges Thema. Ja, natürlich wollen wir es ein bisschen auflockern, aber Fakt ist,
Das Thema ist eins immer der wichtigsten Punkte, die genannt werden. Ja, wie sieht das aus mit dem Datenzugriff? Datenzugriff heißt also, wer kann auf die Daten zugreifen und wer kann dort eben unter Umständen auch nicht berechtigt zugreifen. Fakt ist, was Geheimdienste machen. Keine Ahnung. Bleibt geheim, sonst werden sie keine Geheimdienste. Ich weiß nicht, kann ich nicht so sagen, werden wir auch nicht wissen, aber wahrscheinlich haben Sie es auch schon gelesen, Microsoft ist zum Beispiel als Beispiel vor ein paar Jahren vor den obersten Gerichtshof der USA gegangen, weil wir der Meinung sind, dass Daten eben nicht herausgegeben werden sollen und Daten nur für die Kunden sind. Fakt ist, wir müssen uns aber natürlich auch an gesetzliche Vorschriften halten, das ist ja logisch. Können wir nicht drum herum gehen. Es gibt gewisse Methoden, natürlich Verschlüsselung zum Beispiel, die es Kunden helfen, auch noch ein bisschen sicherer zu sein. Also End-to-End-Verschlüsselungen und 24x7 Zugriff für die Kunden natürlich. Sie können sich vorstellen, dass wir als Datenbank, als Rechtsanwendungsbetreiber mit die höchsten Sicherheitsvorkehrungen haben, die es überhaupt gibt. Ein Kollege hat mal gesagt, wir haben jeden Tag oder vielleicht ist es inzwischen jede Stunde 1 Milliarde Cyberangriffe auf unsere Rechenzentren. Also wir haben wegen dort ein extrem großes Augenmerk. Und in dem Sinne und in dem Zusammenhang ist es natürlich so, dass die Daten tatsächlich nach den Gesetzen geschützt sind. Das heißt, ganz kurz noch, Florian, lass mich den Gedanken noch zu Ende führen. Definitiv. Es ist so, dass die Herausgabe von Daten tatsächlich nur mit rechtlichem Hintergrund erfolgen darf. Also sowohl in den USA als auch in Deutschland ist es so, dass ein Richter ihm zustimmen muss. Von daher, wie gesagt, wir sind an Gesetze gebunden, aber wir geben nicht einfach Daten raus, weil eine Polizeibehörde etwas anfordert, sondern da muss ein Richter, man muss dem zustimmen. Gerade in Deutschland ist das eine sehr hohe Hürde. Definitiv. Ja, und von daher würde ich mal sagen, es können Leute zugreifen, ja, aber in der Regel bin ich halt alleine. Perfekt, du hast die super Brücke geschlagen, weil eine Anekdote für alle Tatortliebhaber oder die schon mal Tatort gesehen haben, es wird ja oft so ein Bild dargestellt, wo die Polizei eine Razzia bei irgendjemandem macht mit sozusagen Datenmissbrauch oder Daten, die sie sozusagen haben wollen und die suchen sich nicht gezielt das jeweilige Gerät aus, was sie sozusagen auf dem Schreibtisch finden, sondern vielleicht kennen Sie das, offene Kisten, jedes, was sozusagen einen Pieps macht, wird sozusagen in den Sack reingepackt, Laptops, Handys, Smartphones etc. pp., also wirklich alles rein da. Und das heißt, die suchen ja dann nicht speziell nach diesem Fall an Daten, sondern die haben ja jetzt durch diese ganzen Geräte, die sie sozusagen mitnehmen, ein wesentlich größeres Spektrum, also größeres Sichtfeld an Daten, die er zusätzlich hat. Wie ist das denn in der Cloud in dem Fall gesichert? Weil du hast gesagt, gerichtlich darf Microsoft nur die Daten freigeben, nur für einen bestimmten Indiz, also Verdacht, der Gericht da freigibt? Oder heißt es dann die Cloud, die Sesam, öffne dich, ich mache mal alles auf und wenn sie dich dafür nicht bekommen, haben sie genug andere Möglichkeiten, deine Daten zu sichern? Wie ist das in dem Fall zu sehen? Also bin ich auch kein Richter. Also ich bin kein Geheimagent und kein Richter und auch kein Anwalt. Aber Fakt ist, soweit ich das weiß, ist es so, dass ganz spezifisch beschrieben werden muss, um welche Daten es geht. In der Regel sind das auch Sachen, wenn man das so, es wird ja auch veröffentlicht, zum Beispiel in Deutschland, wie viele Zugriffe dort beantragt wurden und in der Regel geht es ja bei Telefondatenüberwachung. Also wenn man einfach wissen will, der böse Junge hat mit dem anderen bösen Jungen telefoniert, darum geht es ja eigentlich, das ist die häufigste Anfrage, die wir bekommen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es Gott sei Dank die entsprechenden Vorschriften, die sind in Deutschland sehr stark. Datenschutzgrundverordnung vielleicht auch nochmal als Stichwort hier natürlich, greift auch in allen Bereichen, die wir anbieten. Und von daher bin ich der Meinung, dass in einem Rechenzentrum heutzutage die Daten weitaus besser geschützt sind als woanders. Ja, gerade weil es mir die Sicherheit in dem Fall gibt, dass man für diesen Indiz wirklich erstmal einen richterlichen Beschluss braucht, ja, und dass er dann wirklich die Daten, die damit verbunden sind, sozusagen aktualisiert und freigibt, ja, und nicht eben die ganze Cloud öffnet und Informationen sozusagen zum Überfluss bereitstellt. Also bin ich vollkommen bei dir. Das ist richtig. Vielleicht noch eine Ergänzung. Auch das Thema, wenn wir jetzt mal von Behörden und Ähnlichem absehen, wenn wir darüber reden, dass Menschen, die vielleicht nicht im Unternehmen sind, auch auf die Daten zugreifen wollen. Also man hört ja immer von diesen Phishing-Attacken und Ähnliches. Mhm. Da muss man natürlich logischerweise selber für sorgen, aber auch da bietet die Cloud natürlich Vorteile. Zum Beispiel, wenn ich mein Gerät verliere, ich verliere mein Mobiltelefon, das wird mir gestohlen. Ich kann halt in der Cloud dieses Gerät komplett sperren, zum Beispiel. Also selbst wenn jemand ein nicht
ein entsperrtes Telefon in die Finger kriegt, kann ich halt auch, wenn die Meldung da ist, dieses Gerät komplett blocken. Aus der Ferne, ich muss es nicht haben. Also das sind so die Vorteile auf der Sicherheitsebene auch an der Cloud. In dem Fall nur einen kleinen Schaden, dass man sich ein neues Gerät kaufen muss oder wirklich zu Kreuze kriechen, zu seinem jeweiligen Arbeitgeber zu sagen, man hat das Telefon verloren, aber die Daten sind in dem Fall, mein Arbeitsgerät in dem Fall wird dadurch ersetzt, weil ich sozusagen durch die Cloud-Migration die Daten zurückspielen kann. Genau. Ich würde auch gar nicht sagen, zu Kreuze kriechen, sondern wenn es halt gestohlen wird oder verloren wird, dann ist das ärgerlich. Aber je schneller ich es melde, desto eher kann man natürlich auch reagieren. Und um auf den Tatort zurückzukommen, den schönen Festplatten, die man da in die Kisten gepackt hat, ja, das ist natürlich, man hat auch alle Geräte mitgenommen. Ja. Ne? Die Telefone und sonst sowas auch alles eingesteckt und die waren halt nicht mehr arbeitsfähig. Und das ist heute vermutlich ein bisschen anders, wie gesagt, vom Richter, aber etwas besser geregelt in der Cloud. Ja. Vielen Dank dafür nochmal. Julian. Ja. Standard. Genau. Was ist der Standard? Das ist ja, das ist immer die Frage, ne? Ich habe schon mit mehreren Kunden wirklich gesprochen und die haben uns so erzählt, was die sich so alles vorstellen, wie sie sich verändern wollen. Und da kam ganz oft dieser Nachsatz, das ist doch Standard. Mhm. Das ist doch Standard. Mhm. Und ich finde das einfach super interessant, weil dieses Wort Standard ist ja auf einer Seite eine Form, wenn ich das nicht verstehe, wo Microsoft sagt, pass mal auf, ich kann einen hohen Anteil von Prozenten abdecken, lieber Kunde. Du musst dich gegebenenfalls ein bisschen umdenken, deine Prozesse in dem Fall anpassen, aber für einen hohen Prozenttag ist das wirklich tatsächlich möglich. Mhm. Und die Kunden denken ja oft auch, wenn sie angepasst sind, also ein paar Anpassungen haben, dass das für sie ja der Standard sind, weil damit leben sie ja vielleicht schon 1, 2, 3 oder 10 Jahre. Das heißt, das ist für mich der Standard geworden. Und natürlich denken sie, wenn ich jetzt migriere, dann bekomme ich sozusagen 1:1 das Zusammengebaute zurück. Aber wie ist es wirklich? Wie ist es wirklich? Es kommt drauf an. Also es gibt ja keine richtige Antwort. Man sieht das auch schon. Wir haben zwar wieder zwei Möglichkeiten, die sehr stark als Antwort hier auftauchen und eine, die weniger stark auftaucht. Aber nichtsdestotrotz, alle drei sind wichtig. Es sind halt Möglichkeiten. Der Standard heißt, natürlich hat Business Central oder Dynamics F&O oder auch die CRM-Lösungen, wir haben natürlich einen gewissen Standard. Das heißt, Prozesse, Auftragsverarbeitung, Kundenpflege und Beziehungsmanagement und Ähnliches sind natürlich alles da. Und es gibt viele Kunden, die auch mit dem Standard arbeiten, also mit dem Microsoft-Standard. Erfolgreich. Erfolgreich, genau. Das ist aber wichtig. Ja, muss man dazu mal sagen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass der Punkt 2 eben die Kombination aus Standardfunktionalitäten und individuellen Anpassungen, wie man sie ja speziell früher gemacht hat. Ja, früher, vor 10, 15 Jahren, wenn man ein ERP-System eingeführt hat, hat man sehr viel programmiert. Ja, man hat halt sehr viel geschaut, was muss ich anpassen. Davon versucht man tatsächlich ein bisschen wegzukommen in der Cloud. Aber es ist natürlich immer noch bei komplexeren Dingen ein Projekt notwendig. Das heißt, ich kann auch die Anpassungen, die du genannt hast, die ich als Kunde liebgewonnen habe, kann ich natürlich unter Voraussetzung der technischen Möglichkeiten, ja, kann ich natürlich auch in der Cloud unter Umständen nachbauen, wenn ich das möchte. Trotzdem empfehlen wir natürlich, gerade wegen des Thema Updatesfähigkeit, empfehlen wir natürlich, so möglichst nah am Standard zu bleiben, wie es geht. Und der dritte Punkt ist Cosmo Consult Branchenlösungen oder eben weitere Applikationen, die dort in Verwendung, die Verwendung finden. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil durch Standard Branchenlösungen, die die Cosmo anbietet, werden natürlich gewisse Individualisierungen in ihrer Branche schon automatisch in einen Standard überführt. Das heißt, du kannst da sicherlich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ja, definitiv. Aber wichtig ist da, dass zum Beispiel in der Produktionsindustrie andere Prozesse natürlich herrschen als im Handel meinetwegen. Und mit diesen Branchenlösungen bekommen Sie halt Templates, Pakete, die schon automatisch eine ganze Menge von diesen Individualisierungen tatsächlich in ein Template, in einem Standard packen. Definitiv. Also Cosmo ist dafür bekannt, dass wir zum Beispiel Branchenlösungen haben wie Auftragsfertigung, Prozessfertigung. Wir haben Variantenfertigung und Projekt auch, natürlich Sicherheit, aber auch Projektdienstleistungen und eben normale Dienstleistungen. Das heißt, eben, wir unterstützen eben auch bei dem jeweiligen Microsoft-Standard und passen gegebenenfalls, wenn der Kunde es in dem Fall wünscht, auch an und sorgen dafür, dass die richtige Programmiersprache genutzt wird, damit wir auch gewährleisten können, dass
Dirk und ich jetzt nicht nur hier ganz gut zueinander passen, sondern dass auch weiterhin das System wirklich so funktioniert, wie der Kunde es eigentlich in dem Fall wünscht, um dann auch wieder die Sicherheit und das Vertrauen in den Fall aufzubauen. Ein Punkt, den ich vielleicht ein bisschen hervorheben will, ist im Projekt Bau. Das heißt, alle, die so Richtung Bau zu tun haben, hat die Cosmo Consult eben auch eine tolle Lösung für Bauinteressenten. Ist das eine moderne Antwort auf die Anforderungen der Baubranche. Und die Lösung, die wir haben, da gibt es vergleichbar am Markt keine vergleichbare Lösung für. Das heißt, alle für die interessiert sind Richtung Bau, sprechen Sie uns gerne an, weil das ist ein Thema, die total interessant ist, die total präsent ist und wo auch wirklich richtig viel Schwung reingekommen ist, würde ich mal in dem Fall sagen. Es wird alles auf Demand gesetzt, man kann alles bezahlen, auf allen Endgeräten ist es einsetzbar. Und wir haben auch Partnerlösungen zum Beispiel von Consul über Export und Versand oder Anveo von wirklich mobilen Prozessen. Das heißt, wenn ich Dienstleister habe, der wirklich oder Monteur, der rausgeht, irgendwo etwas repariert und wieder in Stand setzt, habe ich die Möglichkeit, eben das mir als Auftrag zu bauen, zurückzuspielen in mein ERP. Und das heißt, alle sind in dem Fall glücklich, weil ich weiß, wo mein Monteur wirklich, was hat er in dem Fall gemacht. Und dann ist die Abrechnung in dem Fall auch wesentlich einfacher. Alles ist, das ist möglich, eben durch Branchen- und Partnerlösungen. Ja, perfektes Beispiel, finde ich. Ja, wenn man sich dann schaut, wie man früher Abrechnungen gemacht hat mit Stundenzettel oder auch vom Kunden unterschrieben, dann musste der Monteur oder der Obermonteur irgendwann abends ins Büro fahren, die ganzen Zettel abgeben, dann hat jemand das alles eingetippt und hat es abgerechnet. Das geht natürlich heute alles digital. Wenn man es möchte, aber das geht natürlich digital. Das heißt, ich habe sofort die Daten im System und ich kann immer sofort sagen, wie der Stand ist, wie meine Leistungen auch sind und ähnliches. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wie tatsächlich IT auch Prozesse heute digital abbilden kann und damit den Gesamtprozess verbessern kann, weil es einfach schneller ist. Keiner möchte mehr Zahlenkolumnen eintippen. Ja, warum auch? Ich habe eine Mitarbeiterplanung und ich weiß eben, dass der von 8 oder von 7 bis 16 Uhr auf der Baustelle ist und der muss es nur einmal bestätigen, dass er da war und ich kann auch ähnlich ist. Oder ich kann ihn nochmal einplanen, wenn ich sehe, dass ein Job wesentlich schneller ein Kollege wieder frei geworden ist, dann kann ich sagen, pass auf, du kannst noch eine zweite Tour fahren in dem Fall. Alles kann ich auf Knopfdruck und auf Demand in dem Fall erkennen, sehen, umprogrammieren. Das heißt, es macht mich wesentlich flexibler. Genau. Top. Super. So, da haben wir noch eine Frage, Julian. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über wirklich Hardware, Software. Wir haben viel auch über Vertrauen und Sicherheit in dem Fall gesprochen. Ein Kosmos-Logo ist zum Beispiel Put the People in the Center, das heißt, die Menschen in den Mittelpunkt rücken. Jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel über Sachen gesprochen, aber was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn wir denen jetzt quasi eine fertige Lösung präsentieren? Sind die da großartig immer mit happy? Wie werden die mit eingebunden? Was bringt eigentlich wirklich das Soziale oder das Arbeitsleben für die Mitarbeiter? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil IT sollte ja kein Selbstzweck sein, sondern es soll ein Nutzen für die Mitarbeiter und natürlich die Firma bringen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das dürfen wir nicht vergessen und deswegen haben wir hier so ein paar Antworten schon etwas vorgegeben in den Fragen. Also wichtig zum Beispiel die größtmöglichste Arbeitsplatzflexibilität, die bezieht sich natürlich auf den Zugriff, also Homeoffice, haben Sie ja schon gehört, macht man irgendwie in vielen Branchen, nicht überall, ist auch klar. Aber ich kann halt mit jedem Gerät jederzeit auf meine Daten zugreifen und kann natürlich auch meine Lösungen nutzen. Und es gibt auch da vielleicht ein kurzer Schwenk nochmal zu dem Thema Verfügbarkeit in der Cloud. Und je nach Service gibt es halt Verfügbarkeiten von mindestens 99,9 oder noch so ein paar 9 da hinten dran. Das bedeutet im Jahr bei 99,9% 9 Stunden Downtime. Und wenn man sich überlegt, bei 365 Tagen, 24/7 Betrieb in 9 Stunden wirklich nicht viel. Insofern, das ist das eine Thema. Aber das bedeutet für den Mitarbeiter, dass er eben jederzeit arbeiten kann, wann und wo er möchte. Das zweite ist, das war jetzt weg, muss ich hier nochmal gucken, Entlastung von administrativen Tätigkeiten. Ja, natürlich. Wir haben sicherlich einen Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Das Thema, was macht heute eine IT-Abteilung? Wofür sind die Menschen verantwortlich? Und wie können sie in Zukunft geben? Jetzt kommt so ein bisschen ein Stichwort, aber wie können sie zum Business Enabler werden? Also wie kann ich es schaffen, mit Hilfe von IT tatsächlich mein Geschäft nach vorne zu bringen? Das kann zum Beispiel sich auf Auswertungen beziehen. Ja, der Chef ruft an und sagt, ich brauche mal eine entscheidende Auswertung. Und, oh ja, da muss ich erstmal eine Excel-Tabelle bauen und mir die ganzen Daten von irgendwelchen Systemen zusammensuchen und in 2 Tagen hast du es wieder, Chef. Funktioniert natürlich heute nicht mehr. Das heißt, weil die Daten
alle auf einer Plattform haben, alle in der Cloud haben, können wir auch schneller darauf zugreifen. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist natürlich das ganze Managen der Infrastruktur, die natürlich wegfällt, weil das Microsoft nicht. Ja, zusätzlich, definitiv, zusätzlich ist es ja auch so, dass wir in vielen Branchen oder fast in allen Branchen ja darüber klagen, dass wir Fachkräftemangel haben. Und das heißt, wenn ich weiß, ich habe Mangel und ich muss aufpassen, dass meine Mitarbeiter nicht in dem Fall abgeworben werden oder dass die in dem Fall gehen, dann ist es natürlich wichtig, dass ich attraktiv sein sollte mit Lösungen, die auch die Mitarbeiter in dem Fall weiterbilden, ja. Und sie auch irgendwo fordern und fördern. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade wenn diese große IT-Infrastruktur, sag ich mal, neu definiert wird, habe ich eben die Möglichkeiten, dass die Kollegen, die da dort arbeiten, eben flexibler in anderen Sachen auch wirklich einsetzbar sind. Das heißt, ich kann mein Team weiterhin stärken und kann sozusagen aus meinem Fachpersonal einen zweiten, mehr Fachpersonal in dem Fall generieren, weil sie in verschiedenen Sachen flexibler einsetzbar sind. Aber dann habe ich noch eine Frage, weil jetzt haben wir mit Mitarbeiter gesprochen, was bedeutet das denn für den Chef? Ja. Weil der Chef sagt so, Mensch, super, ne? IT-Struktur, die werden wir mal überdenken. So, komm mal raus aus deinem, sag ich mal, typischen Serverraum, da hat man ja so typische Bilder im Kopf. Jetzt kannst du hier und dort unterstützen. Also da muss man, glaube ich, auch das auch von beiden Seiten in dem Fall sehen. Absolut. Also wenn ich mir die Geschäftsführung anschaue, klar, man hat bestimmte Kennzahlen, die immer wichtig sind und wo man drauf guckt. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, den du schon angesprochen hast, Mitarbeiterzufriedenheit. Und es ist sicherlich ein Punkt, was möchte ich denn als Mitarbeiter machen und wie kann ich mich weiterbilden, wie kann ich weiterkommen. Und natürlich gehören Dinge dazu, wenn ich andere Aufgaben übernehmen kann, kann ich mich weiterbilden, kann ich natürlich auch in die Richtung gehen. Das heißt, Mitarbeiterzufriedenheit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Damit auch neue Mitarbeiter oder eben Mitarbeiter, die nicht weggehen, abwerben, hast du gesagt. Ja, definitiv. Aber die da bleiben. Warum? Weil ich ein attraktives Arbeitsumfeld habe. Und dazu gehört natürlich heutzutage auch mal die IT. Wenn ich das Beispiel von vorhin, wenn ich jeden Tag, nachdem ich auf der Baustelle war, noch ins Büro fahren muss, um die Stundenzettel abzuwerfen oder wahnsinnig viel manuelle Arbeit habe, manuelle Aufwand habe, kann ich mich nicht so gut auf meine eigentlichen Tätigkeiten fokussieren, die meine Geschäftsführung. Das ist interessant. Ja. Und der dritte Punkt ist natürlich, dadurch, dass wir beim Browser arbeiten in der Cloud, kennen die Mitarbeiter die Umgebung. Sie müssen die Systeme nicht komplett neu lernen, sondern haben eben schon gewisse Vorkenntnisse, sieht alles aus wie Office. Lässt sich auch so bedienen wie Office. Also von daher hat man dort natürlich sehr hohe Vorteile, auch in Bezug auf die schnelle Nutzung. Return on Invest ist da das Stichwort, wieder interessant für den Geschäftsführer. Wow. Ja. Und natürlich auch das Thema Updates. Das vielleicht noch als letzten Punkt von mir zu diesem Topic. Die Updates, die in der Cloud einfach häufiger passieren, allerdings natürlich weniger disruptiv als früher. Früher hat man alle 4, 5, 6, 7, 10 Jahre ein Update vom ERP-System gemacht und das hat die ganze Firma ein Jahr beschäftigt. Ja. Das haben wir heute Gott sei Dank nicht mehr, weil die Sachen halt bedeutend einfacher gehen, weil sie in der Cloud auch schneller gehen und dadurch die Änderungen nicht mehr so groß sind wie früher. Und Partner wie die Cosmo Consult unterstützen da natürlich und helfen zum Beispiel die neuen Sachen zu testen in sogenannten Sandbox-Umgebungen, also in abgegrenzten Bereichen, wo man vorher einmal testen kann, ob die ganzen Sachen auch so funktionieren. Definitiv. Und eine Sache, die ich noch aufgreifen würde, bevor wir die letzte Frage sozusagen bespielen, ist, dass wenn man tatsächlich neues Personal bekommt und die wirklich auch auf einem normal oder hohen Level wirklich mit Business Central oder mit Microsoft schon in Berührung gekommen ist, dann ist der Weg in die jeweilige Branche, ob ich jetzt Maschinen verkaufe in dem Fall oder ein anderes Produkt, ist wesentlich einfacher, weil ich das Interface, also im Endeffekt die Microsoft-Wege in dem Fall schon kenne. Das heißt, wir haben auch keine Angst mehr, dass bestimmtes Wissen sozusagen mit dem Abgang eines jeweiligen Mitarbeiters oder die dürfen ja auch irgendwann mal in Rente gehen, ne, dass dann sozusagen das Wissen stirbt oder sozusagen weggeht aus dem Unternehmen, sondern wenn man wirklich sich nah am Standard oder nicht zu sehr weit sozusagen von zu Hause, nenne ich es einfach mal, weggeht, dass man dort auch viele Möglichkeiten hat, wirklich dieses Wissen permanent weiterzugeben und auch an das Wissen bleibt in dem Fall im Unternehmen. Also finde ich auch super spannend. Ja, ich glaube, jeder kennt die schönen Anekdoten, wo man noch einen Programmierer hat für ein 20 Jahre altes System und der ist jetzt kurz vor der Rente und wer kommt noch Kobold, so ungefähr. Das sind natürlich, da ist immer auch eine absolute Wahrheit mit drin. Ja, vielleicht ist das jetzt nicht für jedes Unternehmen der Fall, dass man nur noch einen hat, von dem alles abhängt. Aber trotzdem habe ich den Vorteil, wenn ich auch Standardfunktionalität oder Standardprodukte
Services aufsetze, dass natürlich die Gefahr nicht besteht, dass das Wissen komplett weggeht. Umgekehrt, aber auch vielleicht ein bisschen zur Beruhigung der IT-Menschen, die vielleicht zugucken, es ist ja wie gesagt nicht so, dass die Leute nicht mehr benötigt werden, sondern nein. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden und da tatsächlich dann eben auch andere Dinge zu tun. Und natürlich wird es immer noch Nutzer und Mitarbeiter geben, die anrufen und sagen, hier ist irgendein Fehler. Das wird immer dazugehören, weil Menschen dabei sind, weil Menschen Hardware wird es auch noch geben. Hardware wird es natürlich geben, ja, keine Frage. Und von daher, das möchte ich nochmal betonen, also es geht ja nicht darum, Menschen wegrationalisieren. Um es mal so hart zu sagen, genau. Das wollen wir nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, was kann ich denn mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, der Cloud in diesem speziellen Fall, tatsächlich anfangen, damit ich mein Unternehmen weiterbringe. Und manchmal braucht man da ein bisschen Beratung. Ja, braucht man jemanden, der mit einem das durchspricht. Kennen Sie schon, CosmoConsult, guter Partner, das können Sie machen. Aber natürlich auch jeder andere Microsoft-Partner hat dort Know-how. Und das ist auch wichtig für uns. Wir arbeiten mit zertifizierten Partnern zusammen, die auch diese entsprechende Dienstleistung für den Kunden erbringen können. Und das ist ein bisschen einfach der Punkt, ja, trauen Sie sich, sprechen Sie mit denjenigen Dienstleistern, die Sie dort nutzen wollen und reden Sie über die Cloud-Strategie. Das ist wichtig. Definitiv. Vielen Dank. Die letzte Frage, Julian. Jetzt kommen Sie nochmal ins Spiel. Die Frage kann man in Anführungszeichen natürlich nicht beantworten, weil wir möchten individuell wissen, was Sie wirklich bewegt, warum Sie persönlich denken auch, ich kann noch nicht in die Cloud gehen, was fehlt mir persönlich noch? Weil wenn wir sozusagen ein paar Informationen darüber bekommen, dann können wir auch besser diese Sachen aufgreifen und auch unterstützen. Da bin ich mal gespannt, was da in dem Fall rauskommt. Ja, also wir hören es ja in den Chat bitte schreiben. Es gibt viele Menschen, die gerade im Chat sind und versuchen das zu beantworten. Es mag einige Fragen geben, die man lieber in einer 1-zu-1-Basis logischerweise behandelt. Das heißt, im Nachgang sollte man das tun, gar keine Frage. Aber die Aufforderung ist wirklich, tun Sie das, nutzen Sie das, dass wir einfach dort hier entsprechend auch die Info in das Gespräch kommen, damit Sie auch weitere Informationen bekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Definitiv. Also nutzen Sie den Chat, schreiben Sie rein, wo Sie persönlich, warum Sie denken persönlich aus Ihrer jetzigen Situation, warum Sie nicht Cloud-ready sind, warum Sie vielleicht, was fehlt Ihnen vielleicht noch, den letzten Schubs zu bekommen, sich wirklich in die Cloud zu wagen. Ich erinnere mich, als wir beide dieses Thema schon mal präsentiert haben, haben viele tatsächlich Sachen gesagt, die wir schon aufgegriffen haben. Einmal, ich weiß gar nicht, ob meine jeweiligen Module, die ich tatsächlich habe, wirklich so weit sind. Das heißt, damit müssen wir uns beschäftigen. Aber auch, dass das wäre auch schon mal ein Impuls Richtung Cloud und sich selbst zu hinterfragen, möchte ich Richtung Cloud gehen? Das heißt, ich muss ein paar Hausaufgaben erfüllen, damit das in dem Fall funktioniert. Dazu hat man eben strategischen Partner, wo man sagt, pass mal auf, erzähl mir mehr darüber. Aber was ich auch gut fand, das hatten wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten, ich glaube, in der ersten Mal das, ich habe noch gar keine Strategie. Ich weiß gar nicht in dem Fall, bin ich überhaupt so weit? Also kann ich das überhaupt jetzt on the scratch quasi entscheiden, ich will in die Cloud gehen oder nicht? Oder fällt mir das quasi um den Kartenhaus? Ja, also da ist es natürlich eine berechtigte Frage. Ja, wenn ich mich nicht genau weiß, was ich machen will, welche Möglichkeiten ich habe oder was es auch für Konsequenzen hat, muss man sich jemanden holen, mit dem man darüber sprechen kann. Aber ich möchte nur anmerken, Cloud ist heute völlig normal. Und wir haben das in allen möglichen Lebensbereichen. Wir reden immer über Business-Applikationen, aber letztendlich haben wir es überall. Das Handy ist halt heutzutage eigentlich mein mobiler Arbeitsplatz. Und natürlich, ich arbeite auch über einen Bildschirm, ist schon klar, aber auf dem Handy verwalte ich meine Versicherung, mache meine Bankgeschäfte oder verwalte meinen Spotify-Account oder wie auch immer. Ja, also das ist ganz normal. Und genauso ist es so, dass wir heute natürlich auch in den Business-Applikationen mit diesen Möglichkeiten leben. Und es gibt viele Tausende von Kunden tatsächlich in Deutschland, die ERP-Lösungen bereits nutzen aus der Cloud. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Skalierbarkeit wichtig. Also die Firmen, die die Möglichkeiten nutzen, reichen halt in Deutschland von 1 bis 500 Mitarbeiter. Wow. Also Skalierbarkeit hat man manchmal ganz kurz, aber jetzt direkt in Bezug auf die ERP-Lösungen. Ich glaube, wir können sehr, sehr viele Anfragen und sehr, sehr viele Umgebungen entsprechend abbilden.
Ein Punkt vielleicht noch zum Lizenzmodell, weil wir vorhin nur über die Kosten gesprochen haben, aber ich möchte auch nochmal sagen, das Lizenzmodell ist ein Mietmodell, das heißt, wenn Sie es nutzen, bezahlen Sie. Und das ist, glaube ich, die feste Variante, wenn man ehrlich ist. Man muss nicht irgendwas halt haben, was man tatsächlich nicht haben möchte. Also Klassiker, ich muss viele, viele User kaufen und vielleicht brauche ich sie gar nicht. Das ist dann irgendwie relativ sinnlos. Also insofern ist Miete dort besser, weil flexibler ist und dann natürlich bestimmte Rahmenparametern, aber grundsätzlich ist das so. Und vielleicht noch als letzten Satz möchte ich mitgeben, dass Microsoft natürlich alles tut, damit sie sicher und zeitnah permanent, wie auch immer, auf ihre Daten aus der Cloud zugreifen können. So beendet man es. Das ist ein sehr, sehr schönes Ende. Dirk, es war mein Fest. Es war sehr, sehr schön wieder, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gern mit dir zusammen. Es hat mir wieder ganz, ganz viel Informationen und auch Ideen für weiteres gegeben. Das war's von uns aus Hamburg. Wir geben zurück in die Funkhäuser. Julian. Weiter geht's mit unserem Praxistalk. Wir möchten mit dem Herrn Robert Marx starten. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Robert Marx von der Firma Friedrich Marx GmbH und Co. KG. Ganz kurzen Ausblick oder ganz kurzen Überblick, was wir machen. Die Firma Marx gibt es seit über 100 Jahren. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich sind Antriebslösungen. Das heißt, wir importieren Industrie- und Bootsmotoren. Wir waren früher klassischer Distributeur, das heißt, wir haben irgendwo auf der Welt was eingekauft und haben es dann hier im Großhandel oder an kleine OEMs weiterverkauft. Das hat sich in den letzten 10 Jahren geändert. Heute sind wir Lösungsanbieter. Das heißt, wir gucken, was machen eigentlich die Kunden mit unseren Motoren? Was machen die Kunden unserer Kunden mit unseren Motoren? Und wir veredeln diese Motoren für die Kunden inklusive Entwicklung, Konstruktion und dem Bau auch von kleinen Serien. Unsere Kunden sind üblicherweise Klein-OEMs, die wie alle Fachkräftemangel haben und insofern natürlich froh sind, wenn sie die Sachen von uns einbaugerecht bekommen. Für Handelspartner machen wir auch das After-Sales-Geschäft, also Prospekte, Gewährleistungsabwicklung etc. Der Added Value für uns ist natürlich, dass wir eine bessere Marge haben durch die Dienstleistung und auch eine geringere Vergleichbarkeit. Der zweite Geschäftsbereich nennt sich bei uns Zeit und Sicherheit. Das ist Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. Also alles, was sich mit der elektronischen Steuerung inklusive Service-Montage an der Tür notwendig ist. Also egal, ob es Tore sind, Türen sind, Sensorschleusen oder so. Das ist unser Gebiet. Die beiden Bereiche sind mal aus der Historie gewachsen und beides ganz spannende Themen. Wir sind rund 50 Mitarbeiter. Wir machen rund 16 Millionen Umsatz. Ja, ERP-System. Wir haben relativ früh angefangen, weil wir früher mal die Vertreter von Kienzle waren. Manche kennen das noch, den Fahrtschreiber, den es gab, oder auch die Armbanduhren. Die haben aber auch mal in den 80er Jahren eine mittlere Datentechnik entwickelt und so ein System hatten wir stehen. Das weiß ich noch, da war ich irgendwie Anfang 20 und da hatten wir so große Festplatten, die waren, weiß ich nicht, so groß wie ein Kürbis und hatten einen Megabyte Arbeitsspeicher oder Festplattenspeicher. Mittlere Datentechnik nannte sich das. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die das programmiert hatte in COBOL alles. Das haben wir alles komplett in-house gemacht und waren so grüne Bildschirme oder schwarze Bildschirme mit grünen Buchstaben drauf, so wie man das aus alten Filmen kennt. Das haben wir 94 abgelöst durch ein System von einem Hamburger Softwarehaus, was aber sehr, sehr individuell an uns angepasst war. Das Ganze lief auf einer Oracle-Datenbank mit Unisys-Servern, alles Firmen, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Und 2008 haben wir dann zu Navision gewechselt. Auch eine Branchenlösung mit individuellen Anpassungen, die von einem süddeutschen Softwarehaus kam, die allerdings unsere Lösung seit 5 Jahren nicht mehr pflegen, sondern nur noch eine andere Lösung, die sich, glaube ich, auf Bäckereibetriebe spezialisiert haben. Ja, Anfang 22, also Anfang diesen Jahres, habe ich einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der in seinem Vorleben mehrere ERP-Systeme eingeführt hat. Er ist bei uns verantwortlich für den Einkauf, für Prozesse und IT und Aufgabe war, für 23 ein neues ERP-System einzuführen. Er hat dann 3 Anbieter ausgewählt, hat die mit seinem Team bewertet, hat sie dann dem restlichen Mitarbeitern präsentiert und hat die dann anbieten lassen. Die Vorgabe war, dass es möglichst Standard ist, also möglichst wenig Anpassungen und dass es auf jeden Fall eine Cloud-Anwendung ist, aus Gründen der Sicherheit, Verfügbarkeit und auch Plattformunabhängigkeit. Wir hatten 3 Systeme zur Auswahl. Das eine war ein kleines Softwarehaus mit eigener Lösung aus Norddeutschland, die aus dem Schwerpunkt Fertigung kamen. Ein mittelgroßes Softwarehaus, auch hier aus dem Norden, mit einer eigenen Lösung, mit dem Schwerpunkt Vertrieb. Und Cosmo Consult mit einer Vision bzw. Business Central, wie es heute heißt.
Warum Cosmo? Weil wir mit Cosmo 2013 mal ein kleines Projekt gemacht haben im Zuge der Einführung der Edilanz. Und insofern, das ist gut gelaufen, haben wir gesagt, dann sprechen wir die Jungs doch einfach mal an. Eigentlich wollten wir Business Central oder Navision nur angucken, weil wir sehen wollten, wie weit Navision tatsächlich weg ist von dem Budget, was wir haben. So wie manche sich einmal am Wochenende immer so einen 911 auf der Porsche-Webseite zu konfigurieren, um so ein bisschen zu träumen. Tatsächlich ist Business Central auch auf der teureren Seite von den drei Anbietern, die wir hatten. Aber letztendlich zählte für uns dann die Zukunftsperspektive. Die Autoanalogie passt eigentlich auch, wenn man sich den Vorteil anguckt. Wir kaufen quasi eine Variante, die wir aber später immer noch erweitern können, je nachdem, was unser Bedarf ist oder was unser Geldbeutel kann. Und bei den anderen beiden Anbietern hätten wir eben eine sehr individualisierte Lösung gehabt. Wir hätten zwar direkten Kontakt zu den Entwicklern gehabt, aber die Frage ist, muss ich das eigentlich? Also ich kenne auch nicht den Ingenieur, der das Fahrwerk von meinem Auto entwickelt hat. Und von daher haben wir gesagt, bei so einer großen Lösung wie Business Central, da gibt es zigtausende von Kunden, die alle ihre Wünsche mal geäußert haben und die mehr oder weniger mit eingeflossen sind. Und das war dann für uns einer der mit ausschlaggebenden Gründe. Das ist ein Microsoft-Paket, ist natürlich auch. Dadurch ist es natürlich investitionssicher, es ist innovativ. Die Integration in die komplette Microsoft-Cloud-Welt ist gegeben. Und für uns ist eben auch wichtig, dass es egal ist, ob ich mit einem Windows-Rechner arbeite, mit einem Mac oder mit einem iPad. Für uns ist es so am Ende das deutlich rundere Paket gewesen. Und die Abläufe sind halt immer noch sehr ähnlich zu unserem 2008er Oldtimer, den wir hier stehen haben von Navision. Also nachdem wir uns die drei Präsentationen angeguckt haben, blieb eigentlich nur das kleine Softwarehaus über und Cosmo. Und was uns an Cosmo wirklich gut gefallen hat, ist von Anfang an, also wo nicht klar war, dass wir den Auftrag erteilen, sondern dass Cosmo sehr viel Zeit investiert hat, partnerschaftlich gearbeitet hat, auf Augenhöhe angetreten ist und auch bei der Projektbetrachtung gesehen, also die Anforderung, dass wir möglichst wenig Anpassungen haben wollen, mit einbezogen hat. Sie haben sich unsere Prozesse angeguckt und haben eine Präsentation gemacht, die sehr, sehr tief schon in die Marx-Welt eingedrungen war. Das war gerade im Vergleich zu den anderen beiden sehr professionell und beeindruckend. Ich gehe nochmal zu dem Auto rüber. Bei dem anderen Anbieter hätten wir uns ein Auto bauen lassen. Das wäre sicherlich günstiger gewesen, aber für mich persönlich ist es so, dass jede weitere Anpassung wäre im Prinzip eine Blackbox gewesen, sowohl finanziell als auch zeitlich, wie man das halt so kennt von Softwareentwicklern. Und auch wenn wir einiges selber hätten programmieren können, das ist nicht unsere Stärke, das ist nicht unser Business und deswegen wollen wir das auch nicht machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen die teurere Variante und haben dafür ein Paket, was dicht am Standard ist, mit einem Softwarepartner zusammen, der versteht, was wir tun und der eben auch Mitarbeiter hat, die sich sehr intensiv in den Prozessen auskennen. Also es gibt einen für die Finanzbuchhaltung, es gibt einen anderen für die Fertigung, es gibt einen dritten für den Vertrieb und nicht einen, der sozusagen alles kann, wie das vielleicht andere versprechen. Wir haben Projektzeit 12 Monate, also wir wollen nächstes Jahr im Oktober quasi in den Echtbetrieb gehen. Wir schulen im Moment die Mitarbeiter, das Feedback ist gut. Wir haben zu Anfang so ein Kick-Off-Meeting gemacht, wo die ganzen Mitarbeiter von Cosmo dabei waren und unsere Mitarbeiter, dass man sich einmal gesehen hat und auch weiß, womit man es zu tun hat. Und ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr wohl und wir freuen uns alle hier auf das neue Auto und besonders die SaaS-Variante, wo dann alle Microsoft-Produkte zusammenspielen. Das ist so den Zwischenstand, den ich jetzt nach ein paar Monaten ziehen kann und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe auch zurück ins Studio. Ja, vielen lieben Dank, Herr Marx, für dieses Praxisbeispiel. Wir sind natürlich alle gespannt, wo die Reise für Sie noch hingeht, wie das ganze Projekt am Ende natürlich auch umgesetzt wird. Wir freuen uns drauf an der Stelle natürlich. Der Druck ist natürlich jetzt für Sie sehr hoch, dass es funktioniert, wo Sie mich hier haben präsentieren lassen. Das ist absolut richtig. Meine Kollegen werden da aber natürlich ihr Bestes geben an der Stelle. Vielen lieben Dank für Ihre Insights, Gerne. Ihre Präsentation und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. So.
Dann verlieren wir gar keine Zeit, gehen direkt weiter zur nächsten Referenz, die wir Ihnen hier einmal zeigen möchten. Das wäre der Herr Daniel Assmann von der Curex GmbH. Herr Assmann, Sie dürfen sich ebenfalls gerne zuschalten. So, hat das geklappt? Ja, jetzt sehen wir Sie. Hallo, Herr Assmann, einen schönen guten Tag. Auch an Sie. Schönen guten Tag. Dass Sie akzeptieren, teilnehmen. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen. Legen Sie los. Vielen Dank. Klasse. Also, mein Name ist Daniel Assmann. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Curex GmbH und Co. KG und wir machen auch Antriebstechnik. Allerdings machen wir mechanische Antriebstechnik, Getriebe, Großgetriebe für industrielle Anwendungen. Curex ist so ein Lösungsanbieter. Wir sind ein Systemhaus, bauen Lösungen für die Industrie aus Elektromotoren und Industriegetrieben, um dann zum Beispiel Bandantriebe zu haben, die in Zementwerken funktionieren oder eigentlich in allen Formen der Industrie, wo irgendwo eine Sache transportiert werden muss. Dort finden unsere Getriebe statt und werden installiert. Wir bauen die Getriebe nicht selber. Wir sind seit vielen Jahren Partner der Firma Siemens und der Firma Flender in Deutschland. Die produzieren für uns auf unsere Order hin die entsprechenden Produkte und wir liefern die dann unseren Kunden weltweit an. Das heißt, wir sind so eine Kombination aus Engineering-Firma und Handelshaus und Distributor, allerdings auch mit so einer Beratungsfunktion. Das heißt, unsere Ingenieure sind durchaus in der Lage, den Kunden die entsprechende Beratung teilhaben zu lassen für die richtige Antriebslösung in ihren Industrieanlagen. Das machen wir weltweit. Alles das geht definitiv in die ganze weite Welt von Deutschland aus. Und insofern haben wir einen hohen Exportanteil von ungefähr, ich würde mal sagen, so 80%. So, wie war meine Reise als Unternehmer zu Software as a Service? Ich habe 2008 gegründet und habe damals einen Small Business Server angeschafft. Und diesen Small Business Server, der war dann quasi unser Gesamtsystem. Darauf lief ja alles. Darauf konnte so eine kleine Firma dann alles machen. Und wir hatten damals natürlich schon eine Vision, beziehungsweise, ich glaube, es waren damals so die ersten Versionen von Dynamics, die dann auf den Markt kamen. Die hatte ich mir damals gegönnt als junger Unternehmer. So, und von da aus ging die Reise einfach weiter. Das Unternehmen wuchs und wuchs. Und irgendwo in 2011, 12 muss es gewesen sein, haben wir dann für uns festgestellt, der Small Business Server kann es nicht mehr. Und sind wir auf die Suche gegangen. Und dann kamen wir wirklich zu Office 365. Wir sind in 2012 Office 365 beigetreten. Und dann, seitdem gibt es unserem Tenant in Azure. Und von da aus ging die Reise dann immer weiter. Wir haben alle Dinge, die wir Software as a Service machen konnten, erwerben konnten, die es gab, genauso gemacht. Wir sind mit allen Dingen, dem Exchange Server, natürlich logischerweise zu Office 365 gegangen, haben SharePoint genutzt, haben die gesamte Umgebung genutzt, die dann aufwuchs Stück für Stück als Software as a Service in der Cloud. Die Reise ging weiter. Wir haben dann jede Version von Business Central eingesetzt. Also meine Grundphilosophie ist, wir haben hier immer die neueste Software und sind dann immer auf Stand. Das heißt, auch die On-Premise-Versionen vorher auf dem Small Business Server waren immer jeweils neuesten Versionen. Und dann ging die Reise weiter, dass wir in Azure einen eigenen Server gehostet haben, also quasi On-Premise in Azure, auch dann noch die damalige Business Central Version, die dann jeweils aktuell war. Und dann kam irgendwann eines der Tages Cosmo Consult auf uns zu und sagte, okay, wir können jetzt auch Business Central als Software as a Service nutzen. Und genau das haben wir dann auch getan und sind dann quasi umgestiegen. Ich habe das Datum nicht mehr so ganz drauf, gibt es so eine Zeitreise. So muss es um 2019 gewesen sein, als wir dann relativ früh umgestiegen sind auf Software as a Service für Business Central. So, und unser Gesamtpaket, was wir so haben, ist eigentlich, ja, Cloud only und Microsoft only. Wir telefonieren sogar mit Microsoft, also die Microsoft-Lizenzen zum Telefonieren nutzen wir und sind total glücklich damit, dass wir darüber funktionieren und dass das einfach ein hervorragender Telefonservice ist. Erfahrungswerte für uns. Warum Cloud only? Warum Software as a Service? Alles das, was in dem Pre-Talk hier gesprochen wurde, ist eigentlich absolut richtig für uns. Wir haben eine unfassbar moderne, skalierbare, zukunftsfähige Technologie. Die Arbeitsplatzkosten sind für mich absolut überschaubar. Das ist wirklich, wie soll ich sagen, eigentlich ein ganz fairer Preis, der dort zustande kommt für uns als Unternehmen pro Arbeitsplatz.
Wir sind plattformunabhängig. Wir sind ortsunabhängig. Wir haben Mitarbeiter, die in Afrika arbeiten. Wir haben Mitarbeiter, die in Südostasien arbeiten. Die arbeiten mit einer Hamburger Telefonnummer und haben einfach ein Device und können sich einfach über den Browser reinbuchen. Wir testen gerade die ersten Cloud-Computer, also Cloud-PCs, Windows 365 als nächste Geschichte, damit die Leute auf ihren, was auch immer, Rechnern dann Zugang zu unseren Systemen haben. Das funktioniert, hat uns hervorragend natürlich auch durch diese Covid-Zeit gebracht. Wir haben gar keinen Unterschied festgestellt, ob man nun hier bei uns in der Mattenquitte in Hamburg sitzt oder wo auch immer. Das war völlig irrelevant und hat eigentlich gar keinen Effekt gehabt, diese Pandemie hier. All in all, für uns ein super Paket und es geht weiter. Die Reise geht für uns weiter. Wir starten jetzt in das nächste Erlebnis und das wird das CRM-System sein, also Dynamics 365 CRM in Kombination natürlich mit dem Business Central. Das heißt, die gesamte Interaktion zwischen den Systemen, die wirklich hervorragend umgesetzt ist in dieser Software-as-a-Service-Welt, in dieser Dynamics, in diesem Dynamics-Kosmos, das funktioniert für uns hervorragend. Dataverse schiebt die Daten hin und her zwischen einem SharePoint und zwischen dem CRM-System und Business Central. Da kommt wirklich was zusammen für uns, was einen Mehrwert generiert in eine Zukunft, woraus wir neue Geschäftsfelder entwickeln. Power Automate wird ein Thema sein, was wir weiter stark nutzen werden. Ja, um unsere Prozesse intern weiter zu optimieren und weiter Zeit einzusparen für die Mitarbeiter. Denn auch in dem Talk wurde darüber gesprochen, es gibt immer weniger Menschen, immer weniger Mitarbeiter. Das heißt, es muss sehr automatisch funktionieren. Da sind wir dabei und wir freuen uns schon ganz riesig auf Power BI, auf die Automatisierung unserer Antriebstechnik. Wir möchten in einer Zukunft Geschäftsmodelle entwickeln können, wie wir verkaufen Drehmoment als einen Service und Getriebe liefert ja nichts weiter als Drehmoment oder Motor. Und da hineinzugehen, dass man sagt, Drehmoment as a Service, dazu braucht man aber eine Geräteüberwachung. Diese Geräteüberwachung ist heutzutage herstellerseitig möglich. Ja, und jetzt kommt natürlich der wunderbare Teil, dass man diese Daten dann auswerten kann und sie in Verbindung bringen kann mit debitorischen Informationen, die wir dort haben, mit Geschäftsvorfällen und daraus dann Dinge zu entwickeln. Und all das, da sehen wir einfach die Plattform in dem, was wir bei Microsoft als Software as a Service bekommen. Also für uns stimmt das Paket, für die Mitarbeiter stimmt das Paket. Wir hatten keine Umstellungsschwierigkeiten für Leute, die hier eintreten, weil Software as a Service ja sowieso jeden Tag irgendwie ein bisschen anders ist. Das Outlook sieht immer ein bisschen anders aus. Monatlich gibt es ein Update von Business Central. Die Leute kennen das so, sie gehen damit um, sie reden, was ist new. Es gibt einen Austausch darüber, es funktioniert, die Akzeptanz ist da. Hier sind wir noch einen weiter, wenn wir junge Leute hier in Bewerbungsgesprächen haben und denen zeigen, wie wir arbeiten, wie modern unser Unternehmen funktioniert, dann haben wir ganz viele Punkte gemacht auf der Bewerbungsskala. Die Leute mögen das. Die kriegen hier so ein cooles Surface-Device in die Hand gedrückt und haben halt Software as a Service. Funktioniert. Tja, so, das ist so meine Reise in die ganze Welt. Begleitet werden wir natürlich von Cosmo Consult auf dieser Reise. Die machen das cool und professionell und sind für uns wirklich ein hervorragender Ansprechpartner auf dem Wege und eigentlich über alle Themen, die das ganze Umfeld Software as a Service, Microsoft Cloud hat, unser Ansprechpartner und kompetent. Macht Spaß. Funktioniert. Was kann ich euch noch so erzählen? Nein, ich glaube, das war so ein bisschen der Roundup zu dem, was wir hier gemacht haben. Wir Cloud Only, total happy damit. Es ist wirklich die absolut perfekte Lösung für unser Unternehmen. Und ich würde wirklich niemals irgendetwas anderes machen als das. Perfekt. Vielen lieben Dank, Herr Erstmann, für Ihre Worte, Ihre Erfahrungen und natürlich auch die Lobpreisung des ganzen Software-Service-Themas an der Stelle. Und ich kriege gar kein Geld dafür. Natürlich nicht. Nee, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist absolut richtig. Das ist alles natürlich auf freiwilliger Basis hier. Wir freuen uns trotzdem, dass Sie da so gute Erfahrungen bis dato gemacht haben, dass Sie ja schon fast ein Pionier des Cloud Computing, der SaaS und eben sind. Ich habe vorher nachgeguckt, es ist wirklich 2012 gewesen. 2012 haben wir den Tenant errichtet. Aber das war ganz, ganz früh. Das war eine ganz, ganz frühe Phase. Und ich habe vergessen, dass ich damals auch ein bisschen geizig war. Es war damals die deutlich günstigere Lösung, als einen On-Premise-Server zu kaufen. Der wäre viel teurer gewesen. Und das war damals die gute und günstige Lösung. Und sie ist immer noch die gute und günstige Lösung. Wenn man sich vorstellt, was wir alles an Geräten benötigen würden und an Administratoren, wow, nicht einen einzigen davon haben wir mehr. Absolut. So soll es doch sein. Und ich glaube, so kann man auch schön in die Zukunft blicken, mit uns mindestens mit auch zwei ruhigen Augen schlafen am Ende der Reise, denke ich. Von daher
Also auf der IT-Seite mit Sicherheit und der Rest der verrückten Welt können wir nicht ändern, aber ich sag mal, auf der IT-Seite sind wir super aufgestellt, das passt, da sind wir zukunftsfähig. Sehr gut, so soll es sein. Vielen lieben Dank, Herr Erstmann, für Ihre Zeit und Ihre Einsichten an der Stelle. Gehen wir doch direkt weiter zu unserem dritten zu unserer dritten Referenz. Und das ist der Herr Janis Friedak, der Sofatutor GmbH, der ist dort Head of Finance. Ah, ich sehe Sie schon, perfekt. Hallo, auch an Sie, lieben Dank, dass wir Sie entsprechend hier begrüßen dürfen. Ich bin gespannt, was Sie zu sagen haben. Sie dürfen gerne versuchen zu klicken. Ich müsste Ihnen das soweit freigeschaltet haben. Und dann geht's auch schon los. Ja, vielen Dank. Ja, super, funktioniert sehr gut. Ja, auch nochmal guten Tag von meiner Seite. Sehr interessante Erfahrungswerte, die ich hier jetzt schon gerade gehört habe. Genau, mein Name, wie ja schon erwähnt wurde, ist Janis Friedak, bin Prokurist bei Sofatutor GmbH. Mein Bereich hier bei Sofatutor ist der gesamte Finanzbereich und habe mich bei meiner Tätigkeit hier bei Sofatutor auch viel dann mit unseren Prozessen beschäftigt und dementsprechend auch mit unserem ERP-System und will Ihnen heute mal so ein bisschen unsere Erfahrungswerte mit Business Central rüberbringen. Genau, ich habe ein paar Slides vorbereitet. Vielleicht könnten Sie die nächste Slide einblenden. Das Klicken funktioniert nämlich nicht. Ja, super, genau. Kurzes Intro auch nochmal zu dem, was wir als Firma machen. Sofatutor, wir sind was ganz anderes von unserem Geschäftsmodell. Wir bieten eigentlich seit 2009 eine Online-Lösung an für Schüler. Und zwar müssen Sie sich das so vorstellen, dass wir eine Art Netflix sind für Schüler. Das heißt, Kinder können bei uns Nachhilfe machen. Wir bieten kurze Filme an, wo beispielsweise der Satz des Pythagoras kurz erläutert wird. Dann kann das Kind kurze Übungen beispielsweise machen oder sich auch Blätter ausdrucken, dort das Wissen quasi weiter vertiefen. Und das Ganze bieten wir im deutschsprachigen Raum an, aber auch in den USA und in UK und sind eigentlich einer der führenden Anbieter, zumindest im deutschsprachigen Raum. Unser Geschäft ist eigentlich ein klassisches Massengeschäft. Das heißt, Großteil unserer Kunden sind Endkunden. Das heißt, die Eltern buchen unser Angebot direkt bei uns als Firma. Aber was wir zudem auch haben, ist ein B2B-Vertrieb. Das heißt, wir haben große Kunden, wie beispielsweise die Deutsche Telekom, die zu uns kommen und für ihre Mitarbeiter unser Angebot quasi buchen. Und was wir auch haben, ist ein B2G-Geschäft. Das heißt, dass entweder Schulen zu uns kommen oder tatsächlich auch Bundesländer und Lizenzen dann für die Schüler jeweils kaufen. Also ein Beispiel hier wäre das Bundesland Bremen, wo jeder Schüler, der in Bremen wohnt, Zugang zu Sofatutor kostenlos kriegen kann und dann dort unser Angebot dann auch in Anspruch nehmen kann. Wir sind jetzt rund 250 Mitarbeiter, sind sehr stark während der Corona-Krise gewachsen, aufgrund der Schulschließung natürlich auch, und sind seit jeher relativ wachstumsstark unterwegs, aber haben auch immer darauf geachtet, ein positives Ergebnis zu erwirtschaften, und das konnten wir jetzt in den letzten Jahren auch jeweils ganz gut erreichen. Genau. Vielleicht so ein bisschen noch einen Eindruck zu unserem ERP-System und vielleicht können wir da zu der nächsten Folie nochmal überschwenken. Bei uns ist vom Softwareweg auch so, ganz grundsätzlich bei Sofatutor werden Sie keinen einzigen Hardware-Server finden. Das heißt, unsere IT-Philosophie ist auch so ein bisschen, dass wir gucken, sämtliche Services in der Cloud laufen zu haben. Was wir hatten von ERP-Seite her ist, dass wir eigentlich bis 2021 über eine ASP-Lösung quasi unsere ganzen Prozesse abgebildet haben in einer älteren Software und wir dort an Grenzen einfach gestoßen sind. Wir sind sehr schnell gewachsen. Und jetzt dieser Massendaten, die wir dann auch handeln, kam unser damaliger Softwareanbieter auf uns zu und sagte, ja, pass auf, wir können euch nicht mehr garantieren, dass das jetzt hier noch so ewig hält. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich mich dann umgeguckt habe nach Alternativen, weil einfach klar war, wir müssen etwas tun, bevor hier uns die alte Software zusammenbricht. Und wir haben dann uns auch mehrere Softwarelösungen angesehen und mit mehreren Dienstleistern auch gesprochen. Und auch basierend auf meiner Vorerfahrung bei einem vorherigen Arbeitgeber von mir, haben wir uns dann dazu entschieden, gemeinsam mit Cosmo Microsoft Business Central einzuführen.
für uns war so ein bisschen das Ausschlaggebende zum einen das grundsätzlich moderne Design, und zwar Infrastrukturdesign, also das Thema Marketplace, beispielsweise Services anzubinden, APIs zu nutzen, aber auch die relativ moderne Einführung hat uns von dem Produkt überzeugt. Das führte dazu, dass wir auch sehr viel des Customizings selber übernehmen konnten und dann Cosmo ins Boot geholt haben, wenn es wirklich komplex wurde oder wenn wir halt auch so ein bisschen gucken wollten, was machen eigentlich andere Unternehmen in der Online-Branche, wie kann man die Prozesse vielleicht noch ein bisschen besser abbilden. Und hier hat uns Cosmo wirklich sehr geholfen, auch nochmal einen anderen Blickwinkel mit reinzubringen und da das zu lösen. Heute arbeiten wir mit Business Central seit einem guten Jahr zusammen. Damals sind wir auf die Version 16 aufgesprungen und haben das als Hosted-Version bei Cosmo dann noch dementsprechend genutzt. Drei Mandanten, das heißt, wir haben die Holding-Gesellschaft, die über uns hängt, und noch eine Konsolidierungsgesellschaft ebenfalls in dem ERP-System abgebildet. Und wir haben rund 50 User, die das System nutzen. Von der Funktionalität beschränken wir uns relativ stark auf Finance und Auswertungsthemen. Das hat so ein bisschen historische Themen. Und eine Besonderheit unseres Geschäftsmodells, wie ich schon sagte, ist einfach der extrem hohe Datenbestand. Soll heißen, wir haben tatsächlich mehrere hunderttausend Kunden, mehrere Millionen Buchungen im Jahr. Das heißt, wir haben eine relativ große Datenbank und das führt dann auch dazu, dass wir da relativ große Lasten dann durchaus abfangen müssen. Genau. Gehen wir vielleicht mal zur nächsten Slide. Weil ich ja gesagt hatte, wir haben das im ersten Schritt erstmal als Hosted-Version eingeführt und da war so ein bisschen der Grund damals, man könnte ja fragen, warum seid ihr nicht sofort in die Cloud gegangen? Grund war eigentlich so ein bisschen, dass damals noch ein paar Features nicht in der SaaS-Variante verfügbar war. Und wir dann aber jetzt in diesem Jahr uns gemeinsam mit Cosmo nochmal zusammengesetzt haben und überlegt haben, macht es eigentlich Sinn, dann jetzt sich mal Gedanken darüber zu machen, in die Cloud oder das Ganze als SaaS-Modell zu beziehen. Und was waren eigentlich die Hauptentscheidungstreiber für uns? Und zum einen, dass einer der wichtigsten Aspekte war der Hosting-Aufwand. Also wie auch meine Vorredner schon sagten, ist es so, dass der Hosting-Aufwand einfach relativ hoch ist. Selbst wenn man das jetzt voll gemanagt von jetzt Cosmo oder einem anderen IT-Dienstleister in Anspruch nimmt, ist das dann doch immer noch relativ viel Aufwand. Und wie Sie hier sehen, die Projektamortisationszeit ist extrem kurz für uns jetzt. Das heißt, in einem Jahr haben wir das Geld, was wir jetzt für diese Migration investiert haben, wieder raus. Und der zweite Aspekt, das ist etwas, was auch meine Erfahrung so ein bisschen mitbringt, ist das ganze Thema das automatisch upgraden, was auch mein Vorredner sagte. Ich will nicht, dass die Software stehen bleibt und wir in 4, 5 Jahren dann mal dastehen und es dann heißt, ja, sorry, jetzt muss ein Upgrade gemacht werden. Aber das Ganze ist jetzt sehr, sehr kompliziert. Es wird ein sehr, sehr großes Projekt. Es lähmt die Organisation. Das ist etwas, was ich auch schon mal gesehen habe, tatsächlich. Mit einer SaaS-Komponente ist es natürlich so, dass man dort laufend up-to-date ist. Das heißt, ich muss mich eigentlich um fast nichts mehr kümmern und weiß, dass ich laufend die aktuellste Software habe. Und das ist für uns ein wahnsinniger Benefit. Zusätzlich ist es so, dass wir auch auf das Thema Unabhängigkeit immer stärker gucken. Wir setzen uns hier auf den Standard. Das heißt, wir können dort sehr, sehr schnell auch Themen tauschen, wenn wir das möchten. Und etwas, was wir auch angehen wollen, was auch meine Vorredner ja gesagt haben, das ganze Thema der Auswertung, Power BI, weitere Automatisierung, das ist sehr, sehr leicht möglich mit SaaS-Lösungen, weil wir dort einfach über Standards reden. Ja, Sie nehmen hier den Service auf der einen Seite, connecten den auf der anderen Seite mit dem ERP-System. Wie wird das gemacht? Das ist alles im Internet beschrieben heutzutage. Und dementsprechend haben wir da eine sehr, sehr gute Datenverfügbarkeit. Lass uns ein bisschen gucken, wie wir eigentlich in die Cloud dann gegangen sind und vielleicht können wir auf die nächste Folie dazu gehen. Ich habe mal so die wichtigsten Punkte aufgelistet. Wir haben zuerst mal einen Feature-Abgleich gemacht. Also was heißt es eigentlich, on-premise zu arbeiten versus SaaS? Und das ist fast deckungsgleich, aber es ist halt fast so. Also es sind also 97, 98%. Wir haben uns angeguckt, was sind Features, die vielleicht in der SaaS-Version noch nicht verfügbar sind. Brauchen wir die? Da die Abweichung dann dort sehr, sehr klein war, haben wir uns da relativ schnell entschieden und einen Haken dran gemacht. Der größte Aspekt für mich war eigentlich zu gucken, schafft die Cloud dann das Ganze auch von der Performance-Seite her? Also können wir garantieren, dass wir da von Microsoft-Seite ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen?
Und da war für uns sehr, sehr wichtig, hier auch eng mit Cosmo zusammenzuarbeiten, weil das Ganze zu testen, das wäre sehr, sehr aufwendig gewesen. Das heißt, wir konnten hier mit Cosmo einfach reden und gucken, gibt es irgendwie vergleichbare Unternehmen mit extrem viel Datenmengen? Was sind eigentlich deren Erfahrungswerte in der Cloud, in so einer SaaS-Umgebung? Und haben uns da so eine Art Performance-Garantie dann einfach von Cosmo eingeholt. Das war jetzt nichts Schriftliches, sondern es war einfach so dieser Erfahrungswert, der da mitgebracht wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Das klingt alles sehr, sehr sinnvoll für uns und haben ein sehr, sehr kurzes Projekt gestrickt. Das war auch ein Aufwand, der hauptsächlich auf Cosmo-Seite war, jetzt unsere internen Ressourcen kaum beeinflusst hat. Und dann kam irgendwann zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier den Cut-Off. Wir haben dann freitags um 9 quasi das System gesperrt für alle. Dann wurde das ganze System, die ganze Migration angestoßen. Also erstmal ein Upgrade gemacht auf die neueste Version on-premise und dann das Ganze migriert quasi in die Cloud. Montags früh um 9 haben meine Mitarbeiter wieder angefangen zu arbeiten. Und zwar auf einem lauffähigen System. Das war etwas, was ich nicht so erwartet hatte, was angekündigt war, aber was ich nicht so erwartet hatte. Und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Wir haben dann Montag angefangen, natürlich Themen zu testen, ja, und zu gucken, ob alles so funktioniert, wie wir es auch haben wollten. Und das hat zu großen Teilen tatsächlich auch alles geklappt. Wir haben ungefähr eine Woche lang so ein paar Kinderkrankheiten gehabt. Ich glaube, das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Das sind keine großen Themen. Aber dann nach einer Woche war es so, dass wir da halt ein vollständiges System wieder hatten und konnten da dann 100% produktiv arbeiten. Was sind eigentlich die Learnings aus dem ganzen Projekt? Und vielleicht können wir da auf die nächste Folie dann nochmal gehen, um das nochmal zu zeigen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man tatsächlich einen Partner an der Hand hat, die sowas schon mal gemacht haben und die auch so die Details und Hindernisse kennen. Also das hat uns sehr, sehr geholfen, dass man da guckt, okay, hier gibt es vielleicht eine Öse, da muss man nochmal drüber nachdenken, sollen wir die irgendwie vorher nochmal uns angucken. Einfach, dass man da Erfahrung hat, jemanden mal an der Seite hat, mit dem man da auch Themen nochmal besprechen kann. Idealerweise natürlich jemand, der auch so ein bisschen die Geschäftsprozesse dann halt kennt. Das hat uns sehr geholfen. Ein weiterer Aspekt, den wir dann bei dem Projekt, glaube ich, auch ganz gut gemacht haben, ist so ein bisschen die Ressourcen eigentlich nach dem Livegang zu planen. Also zum einen zu sagen, wir brauchen halt während der ersten paar Tage jemand auf Seiten Cosmo, der uns bei Rückfragen sehr schnell unterstützt, der da dementsprechend dann auch den Support macht, wenn da kleine Fehlerchen auftreten und die dann auch behebt. Aber auch intern zu sagen, wir werden nicht sofort 100% Leistungsfähigkeit erreichen, sondern wir haben halt irgendwie mit wahrscheinlich 80-90% angefangen am ersten Tag und haben dann innerhalb von 5 Tagen sind wir dann halt hoch auf 100% gegangen. Ja. Und das so ein bisschen halt auch so zu durchdenken, was bedeutet das eigentlich, das haben wir gemacht. Was mich sehr überrascht hat, und da schließt mich meinen Vorrednern auch an, gut, wir hatten natürlich so ein bisschen Erfahrung mit Business Central, aber so einzelne Themen sehen jetzt dann doch in der neuen Version. Also wir haben jetzt eine Version 21, glaube ich, aktuell. Sieht dann ein bisschen anders aus oder gibt es ein paar neue Features. Aber eine Schulung an sich brauchten wir nicht. Also es gab mal 1-2 Fragen zu neuen Themen. Kann man irgendwie das jetzt irgendwie smarter machen? Das ging sehr, sehr schnell. Und etwas, was mich jetzt tatsächlich auch überrascht hat, wir haben bereits ein automatisches Upgrade jetzt durchgemacht. Das hat problemlos funktioniert. Sie kriegen eine E-Mail, sie legen fest, wann das gemacht werden soll nachts und dann wachen sie am nächsten Tag auf und ja, wie als wäre nichts passiert, aber die Versionsnummer ist aktuell. Sie kriegen dann eine E-Mail mit dem, was an neuen Features vorhanden ist und das ist schon ein super Gefühl. Und vielleicht schließend, heute Nacht ist dann das nächste Upgrade. Ich bin gespannt, aber ich finde es auch spannend, wie es weitergeht. Schließe mich da auch meinen Vorrednern an. Die ganze Verbindung von unterschiedlichen Softwarelösungen, das wird für uns unheimlich viel Mehrwert bringen. Und wir werden es auch auf den Weg machen und werden das auch weiterhin zusammen mit Cosmo machen, weil wir einfach glauben, dass wir da einen sehr guten Partner gefunden haben, die sehr ehrlich zu uns sind, die uns mit sehr viel Fachwissen unterstützen können, mit Prozesswissen unterstützen können. Und das in Kombination, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass die bisherigen Projekte sehr, sehr gut gelaufen sind. Das sind so meine Learnings und Key Takeaways eigentlich aus dem ganzen Projekt. Und
Ich hoffe, ich konnte Ihnen da so ein paar Insights geben. Perfekt. Vielen lieben Dank, Herr Friedak, an der Stelle auch an Sie. Absolut spannend zu sehen, was das Ganze, was das für Möglichkeiten gibt, wie das in verschiedenen Bereichen. Wir hatten jetzt das Manufacturing, wir haben jetzt eben dann Ihre digitalen Angebote, sage ich mal, wie das alles halt ja letztendlich auch in Kombination funktionieren kann, dass man sich da keine Sorgen machen muss und so weiter und so fort. Dementsprechend auch vielen lieben Dank nochmal an Sie für den spannenden Vortrag und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht. Dankeschön. So, weiter geht's mit unserem Q&A-Talk. Dazu würde ich einmal unseren Referenten und Geschäftsführer Jan Grefe entsprechend in den Call bieten. Jan, man sieht dich auch schon sehr gut. Hi an der Wunderbar. Stelle. Hallo. Genau, für Sie im Chat hier ist es jetzt absolut wichtig. Sie können Fragen, Antworten, Wünsche, Hoffnungen, alles gerne jetzt direkt an uns richten. Schreiben Sie es gerne in den Chat. Der Herr Grefe, der Jan, freut sich natürlich, Ihnen da auch noch entsprechend vielleicht individuelle Fragen beantworten zu können an dieser Stelle. Ansonsten haben wir aber natürlich auch sogenannte Frequently Asked Questions aufbereitet für Sie, die uns in den letzten oder in den vergangenen Kundengesprächen auch gestellt wurden, wo wir glauben, das sind vielleicht ganz interessante Themen an der Stelle, ja, um einfach da auch noch mal ein bisschen das Wissen zu stärken. Jan, the stage is yours. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem spannenden Webinar heute. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich kann sicherlich nicht jede Frage beantworten, die hier gestellt wird. Das erfordert hier und da sicherlich auch nochmal die ein oder andere Recherche, aber mindestens können wir die Fragen mitnehmen und sie dann vielleicht mit Ihnen gemeinsam im Anschluss erörtern. Also ich habe mal zwei Fragen schon mal gesehen oder rausgegriffen. Ich sage jetzt mal nicht, von wem sie kommen, um jetzt hier sozusagen Datenschutzthemen natürlich auch zu berücksichtigen. Also eine Frage war zum Beispiel nach lokalen Schnittstellen, lokalen Dateischnittstellen. Wie sieht das aus mit Business Central in der Cloud? Das ist ja so, sage ich jetzt mal, ganz einfach, wie das vielleicht in der On-Prem-Umgebung möglich war, nicht möglich. Aber auch hier gibt es entsprechende Lösungen mit Azure Functions in Kombination mit Azure Storage, wo man diese Dinge eben auch sehr gut automatisiert dann lösen kann. Ne? Unabhängig jetzt von Dateioperationen, die jetzt vielleicht von Benutzern direkt ausgeführt werden. Das war so eine Frage, die gekommen ist, zum Beispiel. Ein weiteres Thema ist auch ein Klassiker. Ich glaube, das ist heute Morgen auch schon mal mitbehandelt worden, das Thema Sicherheit. Ne? Also inwieweit sind die Daten vor Hackerangriffen geschützt oder garantiert Microsoft sogar die Datensicherheit? Also inwieweit dort Garantien bestehen, kann ich jetzt persönlich tatsächlich nicht sagen. Denke aber, dass die Sicherheitsstandards bei einer Business Central SaaS-Umgebung extrem hoch sind, was jetzt Authentifizierung anbelangt, Datensicherheit, Verschlüsselung. Also diese Themen sind ja auch mal erwähnt worden. Man kann zum Beispiel auch auf SQL-Datenbank nicht mehr direkt zugreifen. Ne? Das sind alles so Angriffspunkte, denke ich mal, die deutlich empfindlicher sind, wenn das Ganze on-premise läuft. Ja, gibt es eventuell noch weitere Fragen aus der Runde? Performance ist vielleicht so ein Thema, was mir jetzt in der im Vorfeld auch nochmal zugespielt worden ist, was auch immer eine klassische Frage ist. Wie performant ist das in der Cloud oder wie ist es, wenn meine Performance Ansprüche wachsen auch über die Zeit? Und dazu kann man eben sagen, dass es dort eben automatisierte Skalierungsmöglichkeiten gibt, die im Hintergrund von Microsoft automatisch laufen, sodass die Tenants, die da entsprechend Last erzeugen, eben immer entsprechend mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet werden, sofern die Automatismen da erkennen, dass irgendwo Performance-Engpässe bestehen. Das kann man dazu zum Beispiel sagen. Ja. Weitere Frage, die wir bekommen haben, ist, inwieweit sind Anpassungen möglich in der Cloud? Also ich denke mal, das ist auch schon zum Teil beantwortet worden, aber man kann im Prinzip sagen, dass nach wie vor, also auch in Business Central SaaS, jedwede Individualisierung, Anpassung möglich ist. Inwieweit man das immer machen möchte und inwieweit was notwendig ist, ist eine zweite Frage. Wir haben so Investitionssicherheit und solche Themen heute Morgen auch schon mal dazu gehört. Aber sag mal, die Flexibilität, Dinge zu individualisieren, besteht in der Cloud genauso wie
in On-Premise-Umgebungen mit gewissen Einschränkungen vielleicht, die das Ganze jetzt darauf einschränken, dass ja zum Beispiel lokale Dateioperationen vielleicht jetzt erstmal so nicht möglich sind. Da muss man eben andere Azure-Möglichkeiten hinzuziehen. Ne? Ich weiß, Matthias, ist dir noch eine Frage zugespielt worden? Du hast dich auch noch eingeschaltet. Nein, aktuell habe ich keine bekommen. Dann. Eine weitere Frage, die ich jetzt gerade noch gesehen habe, ist zum Beispiel das Thema direktes Drucken, also über den Browser. Auch da möchte man ja vielleicht bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Anwendungsfall nicht sozusagen immer das Drucken bestätigen oder erst Dateien runterladen, um sie dann zu drucken. Dazu kann man sagen, dass Microsoft dort einmal an sich automatisierte Möglichkeiten bietet, also dieses Direct Printing, was man eben entsprechend dann über Microsoft beziehen kann als Service, aber auch Partnerlösungen der Cosmo stehen hier zur Verfügung, beziehungsweise auch eigene Lösungen, die wir entwickelt haben für den einen oder anderen Anwendungsfall. Kurzes Eingrätschen, Jan. Ich habe gerade noch eine Frage, wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen zum Thema Datensicherheit und Verfügbarkeit, nämlich wie du oder ihr die Gefahr einschätzt, im Zuge von möglichen Sanktionen auf die Daten in der Cloud nicht mehr zugreifen zu können. Und zweite Frage, wie aufwendig diese Updates bei einer möglichen Anpassung eben sind. Ja, also die zu den Updates kann ich auf jeden Fall was sagen, zu Sanktionen weniger, weil ich mich damit einfach nicht auskenne, beziehungsweise das tatsächlich wirklich nicht beantworten kann. Aber was die Updates von Anpassungen anbelangt, ist es ja so, dass alle Anpassungen für die Cloud so als Extensions entwickelt werden, die der Eingriff sozusagen in den Microsoft-Standard oder in den Kern der Anwendung ist gar nicht mehr möglich. Also das ist erstmal komplett isoliert, was sehr, sehr gut ist. Und das Zweite ist, dass wir natürlich, wenn Anpassungen für unsere Kunden gemacht worden sind, Individualisierungen, dass wir natürlich sehr frühzeitig auch merken, wenn diese Anpassungen vielleicht nicht mehr mit Folgeversionen kompatibel sind. Wir haben ja sozusagen unsere Projekte über DevOps unterliegen ja da sozusagen einem ständigen Monitoring auf, was zukünftige Releases anbelangt. Und so merken wir eben sehr frühzeitig, wenn bestimmte Anpassungen vielleicht für das nächste Minor Release, wie es so schön heißt, oder das nächste Major Release nicht mehr kompatibel sind und können dann entsprechend eingreifen. Also das dazu von meiner Seite. Ne? Genau, ich kann also technischen Seite noch sagen, also diese Prüfungen, die du gerade angesprochen hast, gegen das Next Minor und Next Major, wird bei uns wöchentlich durchgeführt im Normalfall. Das heißt, wir finden diese Sachen wirklich schon sehr frühzeitig. Und sobald die erste Version installiert ist, wird schon wieder gegen die nächste geprüft. Das heißt, da gibt es auch keine Lücken in der Kontrolle. Ja. Eine weitere Frage, die ich noch bekommen habe, ist zum Thema sozusagen, wie habe ich eigentlich Einfluss auf Updates, die Microsoft macht? Inwieweit bekomme ich das mit? Läuft das einfach so im Hintergrund und werde dann überrascht? Also Microsoft kommuniziert da natürlich auch mit den entsprechenden Ansprechpartnern, die im Admin Center hinterlegt sind, sodass man das mitbekommt, wenn Updates gescheduled sind oder eingeplant sind. Man kann dann in bestimmten Fenstern auch diese geplanten Updates verschieben, sodass man dort also auch ein Stück weit noch Kontrolle hat über diese Situation. Oh, eine weitere Frage, Jan und Matthias, die jetzt gerade reinkam, ist, wie es mit Anpassungen aussieht, die nicht von Cosmo, sondern im eigenen Hause programmiert worden sind und wie Tests dann vorab aussehen und ob diese überhaupt möglich sind. Ja, also das, was in der Cloud-Entwicklung wichtig ist, dass man eben immer auch an die Testautomatisierung eben denkt. Ist der Weg, über den man dann natürlich mitbekommt, dass eventuell bestimmte Dinge im Konflikt stehen zu Aktualisierungen, die Microsoft vornimmt. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Und der andere Punkt, natürlich steht es unseren Kunden, wenn die Skills da sind, sage ich jetzt mal auch frei, weiterhin auch selbst zu entwickeln. Man muss sich dann natürlich auch auf die neuen Entwicklungswerkzeuge entsprechend einstellen. Das ist Visual Studio Code mit der Entwicklungssprache AAL.
Das ist jetzt nicht revolutionär anders, sage ich jetzt mal, als die in der alten CRL-Welt. Aber man muss natürlich ein bisschen was dazulernen. Man muss sich, sage ich jetzt mal, mit diesem Entwicklungsprozess ein bisschen auseinandersetzen. Der ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen anders, als das vielleicht in der alten CRL-Welt war. Aber es ist grundsätzlich alles möglich. Und wenn, wie gesagt, Kunden eigene Teams haben oder eigene MitarbeiterInnen, die sozusagen Individualisierung vornehmen, dann ist das nach wie vor möglich und natürlich auch gewünscht, weil wir natürlich wollen, dass sich unsere Kunden möglichst aktiv auch an diesen Themen beteiligen. Ja, ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen gibt. Ich schaue mal gerade hier in den Chat. Also eine weitere Frage, die ich hier noch sehe, ist zum Thema Backup. Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Frage. Das läuft so, dass man eben ja nicht mehr direkt sozusagen auf den SQL-Server zugreift, wenn man ein WC-SaaS arbeitet. Aber natürlich kann man über das Admin-Center entsprechende Backups anfertigen, muss die dann erstmal in einer Azure Storage Location ablegen und kann sie dann natürlich von dort weiterverarbeiten. Also Backup-Möglichkeiten gibt es nach wie vor auch, aber das läuft eben etwas anders als in der On-Premise-Welt. Genau, es gibt auch immer die Möglichkeit einer Wiederherstellung, das heißt, man kann auch zu einem vergangenen Zeitpunkt wieder zurückspringen. Das geht eigentlich minutengenau im System, wenn das gewünscht ist. Genau. Jetzt sind hier noch ein paar weitere Fragen, sehe ich jetzt ja auch gerade, also MFA inklusive, ich denke mal, das ist über das Azure Active Directory eben gegeben, ne, wo man das entsprechend aktivieren kann. Backup habe ich jetzt gerade schon separat beantwortet. Ja, Internetgeschwindigkeit, ich weiß nicht, Matthias, wie siehst du das? Also ich glaube, es gibt jetzt keine besonderen Anforderungen, was Business Central anbelangt, zumindest nicht nach meiner Erfahrung, da kann man teilweise wunderbar mit dem Mobiltelefon auch einen Hotspot aufmachen und kann Business Central nutzen, wenn man möchte oder wenn das Netzwerk mal nicht verfügbar ist. Aber meines Wissens gibt es keine besonderen Einschränkungen. Habe ich zumindest jetzt noch nicht erlebt. Ich habe auch noch keine erlebt. Nein, also auch wie du gesagt hast, mobile Hotspot oder Hotel-Internet oder ähnliches, das funktioniert sehr gut. Genau. Ja, ich glaube, Performance, eine ähnliche Frage hatten wir jetzt gerade schon. Ne? Wie stellt Microsoft sicher, ne, dass die Performance sehr gut ist, eben über die entsprechenden Skalierungsmechanismen, die im Hintergrund automatisch laufen. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass Microsoft auch sehr eng sich anschaut, was in den einzelnen Umgebungen passiert in Sachen Performance und Auslastung. Und natürlich auch dann dafür sorgt, dass entsprechende Ressourcen zugeschaltet werden oder Dinge verlagert werden. Das ist ja extrem ausgereift, jetzt nicht nur bei Business Central, sondern auch in anderen Azure Services, sage ich jetzt mal, die Microsoft anbietet. Ja, ich denke mal, auch hier haben wir schon einige Fragen beantwortet. Was ist möglich, wenn kein Internet verfügbar ist? Gut, ne, also da wäre immer die Idee über das Handy, sage ich jetzt mal, ne, könnte man sicherlich reingehen und dann ist man wieder online und kann weiterarbeiten, wenn man dann mal kurzzeitig irgendwelche Unterbrechungen hat. Ich glaube auch, das Thema mit dem Update haben wir schon ganz gut beantwortet. Drucken haben wir tatsächlich auch schon gehabt als Frage. Wieso Standard und was kann der Standard überhaupt? Ja, das ist auch vielleicht eine ganz gute Frage. Also wieso Standard, hat der Herr Stelzner ja schon auch mal beantwortet, ist darauf eingegangen sozusagen heute früh, warum es sinnvoll ist, am Standard zu bleiben. Ich glaube, dann sollte an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, dass es natürlich auch sehr attraktiv ist, in die Cloud zu gehen, um eben Business Central mit dem gesamten Microsoft-Ökosystem vernetzen zu können. Sei es jetzt die Power-Plattform, ne, mit Power-Apps, wo man als Citizen-Developer unheimlich viel machen kann, ohne größere Anpassungen zu machen. Oder Power BI, wenn es ums Thema Reporting geht, wo man unglaublich viele Möglichkeiten hat, wo man jetzt gar nicht sozusagen in den Kern der ERP-Anwendung irgendwie eingreifen muss oder Standards verändern muss. Also das sind viele Dinge, die einfach ermöglichen, viel, viel besser im Standard zu bleiben, als es vielleicht in der Vergangenheit war, eben durch die Vernetzung der vielfältigen Services und Apps, die Microsoft bietet, eben auch in Kombination mit Business Central. Und zum Beispiel ist ein ganz tolles Feature die Teams-Integration, die ganz, ganz neu jetzt auch dazugekommen ist, wo man ohne Business Central-Lizenz lesend auf Business Central-Daten zugreifen kann, was natürlich wunderbar, sage ich jetzt mal, automatisierte
Abläufe ermöglicht, wo man Menschen mit einbinden kann in Prozesse, die vielleicht originär gar nicht Business Central User sind. Ne? Also das bietet ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, im Standard zu bleiben, ohne jetzt immer sozusagen Anpassung vornehmen zu müssen. Ne? Und wenn es denn notwendig ist, naja gut, dann kann man sehr viel personalisieren als Anwender, als Anwenderin, aber natürlich dann, wenn es notwendig ist, auch ja, über Entwicklung Hand anlegen und Dinge so für sie anfertigen, dass sie genau zu ihrem Prozess passen. Ja, das mal zu den Fragen. Ich weiß nicht, Julian, gibt es noch weitere? Hast du noch weitere Fragen im Chat? Irgendwas, was wir noch beantworten können und wollen? Nichts mehr weiter gestellt. Also ich würde einfach sagen, die Dinge, die wir jetzt nicht beantworten, also die ich jetzt nicht beantworten konnte, da kommen wir einfach nochmal auf diejenigen zu, die die Frage gestellt haben. Und auch wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das war jetzt eine Antwort, die fand ich jetzt nicht befriedigend oder da möchte ich gerne nochmal nachhaken, nachfragen, kommen Sie auf jeden Fall auf uns zu oder wir kommen nochmal aktiv auf Sie zu, um da nochmal nachzulegen und dann auch eine zufriedenstellende Antwort zu liefern, sofern jetzt vielleicht irgendwas noch nicht in Ihrem Sinne war. Genau, melden Sie sich da gerne bei Jan, Matthias oder natürlich auch gerne bei Florian Löhrmann, dem Sie heute Morgen auch schon lauschen dürften. Wir freuen uns natürlich, da auch nochmal individuelle Fragen an der Stelle zu beantworten. Genau, ansonsten, Jan, ich glaube, dann seid ihr quasi soweit erstmal durch mit eurem Part. Sollten im Nachgang noch weitere Fragen in den Chat oder ins Fragetool gestellt werden, ihr seid ja weiter in einem Termin, ihr könnt noch individuell darauf eingehen an der Stelle. Dementsprechend seien Sie nicht scheu, fragen Sie gerne weiter. Und genau, ich würde sagen, dann lassen Sie uns noch eine kurze Pause machen, einmal kurz ums Eck gehen, einmal einen Kaffee ziehen oder Ähnliches, vielleicht auch nur ein Wasser. Und dann geht es um 13 Uhr mit unserem nächsten Part, dem Tech Talk, weiter von unserem geschätzten Kollegen Robert Angial. Das Ganze ist ein kurzer Blog, wird auf der englischen Sprache eben umgesetzt, da der Robert aus Ungarn kommt, aber sich hier entsprechend im Rahmen seines Upgrade-Teams bereit erklärt hat, auch nochmal ein bisschen die technische Seite eben zu beleuchten. Dementsprechend sehen wir uns um 13 Uhr wieder, 8 Minuten. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere. Bis gleich. So, dann geht's weiter. Ich hoffe, Sie konnten sich kurz stärken, um jetzt in den letzten Block mit uns gemeinsam zu gehen. Sie sehen es schon auf der Folie. Als nächstes geht es um den sogenannten Tech Talk. Nochmal ein Einblick in die technische Seite. Das Ganze wird entsprechend auf Englisch laufen, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte an der Stelle. So therefore, I will switch to English now. Robert, feel free to open your camera and your microphone. I'm very happy to welcome you here today. And I'm very, very excited about the technical side of SaaS. So the stage is yours. Let's roll. Thank you. Thank you. Danke. Guten Tag. Mein Deutsch ist noch nicht so gut. Deshalb möchte ich lieber Englisch präsentieren. Verzeihen Sie mir es. So, let me talk in English because it's easier. I got 5 to 10 minutes from my colleagues to talk about our upgrade expert team. Let me try to... Okay, it worked now. So first short introduction. Almost 2 years ago, Cosmo Consult decided to create a specialist team unit for the reason because we have hundreds of customers, partners who are using NAV systems. That was the time when I started to work at Cosmo Consult from this industry. I'm Robert, I'm located in Hungary, as my colleague told earlier. So in this short presentation, I would like to talk about what we are doing and how we are doing and why is it important for our partners. Actually, in our team, we have more than 15 dedicated developers who are working on move to SaaS projects. Basically, we are upgrading the older NAV systems to the latest Business Central version, and also doing the data migration part of the job together with our colleagues
So almost every upgrade project or every migration project is an international project at Cosmo Consult. And why is it important for our partners, for our customers? Because as this team is a specialist team, they are doing this job all the time, so they are experts. And we are also making automated tools to improve the processes and to shorten the time and the effort that we have to put into an upgrade. So actually, I bring a few slides just in short. As I understood, you already talked about this topic, and I don't want to go deeply, but as it is a tech talk, I want to emphasize why is it important to move to Business Central. Actually, I'm always trying to describe the change of the old NAV and the Business Central, and basically not about the functionality, not about the new thing, the fancy things. I would like to talk a bit about the background and the coding. You might know that there is a new modern lifecycle policy in Business Central, which means that twice a year we got new major releases from Microsoft. And we need to keep the system updated, like we have in all the cloud era, in the SaaS era, that every system is upgraded all the time, like we have in Office 365 or whatever. And to be able to maintain a system, we need a modern coding structure. And that's what you can see on the slide, that in the previous versions in the NAV, we were able, I mean, as a specialist developers, we were able to change the standard codes of NAV, and every development happened in C per AL code. And from Business Central, there is a new coding, which name is AL, the application language. And this means that in every case, in each and every Business Central system, we use apps. Let's imagine your ERP system as a smartphone. You have a smartphone with the standard functionality and the standard applications. And when you need something, you just go to the store and download an application that can fulfill your functional requirements. Basically, that's the situation when we are using a Business Central. We can download applications from the Microsoft App Source, and we can also create custom extensions, customer-specific applications. And that's the customization. And when somebody is using an old NAV system, we have to upgrade the customizations to this application language. Basically, we have to make apps from the customizations. And that's a huge amount of work. That's a huge amount of development. And this is why we decided to have a specialist team unit to be able to create those applications in the most effective way. And you can also see on the slide that there is a universal code initiative from Microsoft, which means that that a partner, we shouldn't touch the standard code of the Microsoft Business Central. Therefore, every app should be work as a SaaS-ready application. And why is it important? Because in this case, you can have a system that you can update twice a year, and you won't have these upgrades in the future, only updates. That's the message here. So what we are doing in the background, first we start with an analysis, and actually we analyze the whole NAV system, the whole custom code. We check all the add-ons, all the customizations, and the database as well. And
basically we define each and every not extension compatible part of the code, and we can see what will be the challenges or what can be the challenges during the upgrade. And after that, or parallel to that, on the next slide, we can see that we define three types of upgrades, actually. So that should happen before the upgrade, sorry. So in each and every case, we should together decide whether the upgrade will be a complete upgrade, a complete technical upgrade. Basically, that's what we can do almost 100%. And we also have the upgrade with re-engineering jobs and the re-implementation jobs. Actually, it's easy. The re-implementation means that it's like a new implementation. The only good thing here that that the users already have experience with the NAV and the ERP, so we don't have to start from zero, but actually everything should be decided and we start everything from scratch, no data, no functionality. We start with a feed gap analysis, actually. And during an upgrade, complete upgrade or re-engineering, part of the code can be upgraded or the whole functionality can be upgraded. And basically that's what our team generally do in the background. What you can see on the slide, and it's also important, that the older system you have, the more challenge we got during an upgrade. So probably when the system is very old, you should think about re-engineering or re-implementation. But when the system is not very old and the functionality is fine, we can define the not extension compatible things and can upgrade the system to be a SaaS ready Business Central. Just in a nutshell, what's happening during an upgrade? Actually, we start with a code upgrade. We upgrade the system to the latest Business Central with refactoring the code, because this language is totally, not totally different, but it's different from the older one, because as I mentioned, we need to create apps. And when the code is ready, we also need to do a test data migration to have the data available in Business Central, and together we can do a testing, or the key users can do the testing. For sure, in every case, there can be bugs that we can resolve during this upgrade process. And the last step is the go live migration and the go live. For sure, there should be some user training and whatever is needed to be to have a good Business Central implementation. I have one more slide just to see the future why and what can you expect also. Actually, when we have a future-proof, always up-to-date Business Central, as we have in SaaS, usually there are two major releases per year, as I mentioned. So in every case, we, as a partner, we got the new release before it came real, and we can run test automations on the system to see that everything works properly. If it's needed, we can also do a fitting, basically adjust the code and everything to the latest version to be prepared for a new major release. And actually the system can be up to date all the time, which I think is a very good thing instead of the older systems. So that was my slides. Thank you. And I hope it was quite understandable in English as well. Vielen Dank.
Thank you very much, Robert. Yes, indeed, it was good and clearly understandable in that direction. Thank you very much for your input. So, und dann wechsle ich auch gerne wieder auf Deutsch. Ja, Sie haben es gesehen, nicht nur emotional, nicht nur technisch ist das Ganze halt irgendwo relevant. Es gibt super viel zu betrachten bei dieser ganzen, bei einer ganzen Migration und bei allem, was damit zusammenhängt. Und auch das haben wir uns natürlich bei der Cosmo Consult mittlerweile, ja, zur Aufgabe gemacht, sagen wir mal, ganzheitlicher unterstützen zu können, beziehungsweise halt eben auch mit unseren Kunden und Partnern gemeinsam erfolgreich in eine Zukunft zu starten. Und da freue ich mich ganz besonders auf den nächsten und letzten großen Blog von meinem Kollegen Sven Thielemann, der hat sich freundlicherweise gerade schon hinzugeschaltet, zum Thema Change, Talk, Transformation, Neudenken. Sven, the stage is again yours. Ich freue mich, schieß los. Dankeschön. Ja, danke. Ich hoffe, ich kann den hohen Hürden, die du jetzt hier gesetzt hast oder auch meine Vorredner gerecht werden. Genau, es geht um, hier steht's Change Talk. Hier unten kann man auch so schon mal im Vorfeld so ein bisschen den Begriff, den Titel Customer Strategy Manager lesen. Und das ist auch im Prinzip das, wo ich heute Ihnen einen Einblick geben möchte. Genau, der Titel heißt CSM, anders sein, Transformation neu gedacht. Und wie gesagt, jetzt wollte ich Sie da an der Stelle auch gar nicht lange auf die Folter spannen, wofür das Thema CSM steht. Das Thema steht für, oder der Begriff, das Akronym für Customer Strategy Manager oder Customer Strategy Management. Mehr will ich da jetzt aber auch noch gar nicht zu erzählen. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen heute auch ein Stück weit näher bringen möchte, was diese Rolle, die wir jetzt bei der Cosmo Consult relativ neu etabliert haben, wo so der Ursprung her ist, was wir uns dabei gedacht haben, was wir für eigene Erfahrungen damit gemacht haben und was, glaube ich, auch für Sie als Kunden oder Interessenten im Hinblick auf das Thema Move to SaaS und den Möglichkeiten vielleicht eine Rolle spielen kann. Springe ich nochmal ein weiter? Genau. Ich möchte Sie da heute auch ein Stück weit eigentlich auf die Reise mitnehmen. Die Reise, wie ist diese Rolle bei der Cosmo Consult entstanden? Was glauben wir auch? Was ist für unsere Kunden dort relevant, was haben wir uns dabei gedacht, wo glauben wir liegt der Nutzen darin, das ist das und ich möchte Ihnen eigentlich, also ich würde mich freuen, wenn ich Sie jetzt in den nächsten 30 Minuten dort so weit inspirieren kann, dass Sie vielleicht über die neuen Themen, die Sie dort hören, jetzt mal weg von dem reinen Thema Technologie, auch im Nachgang noch ein bisschen mehr drüber nachdenken und noch mehr würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir dann die Möglichkeit haben, da das im Nachgang vielleicht direkt mit mir oder auch mit meinen Kollegen, die Sie dort unterstützen, das auch nochmal zu vertiefen. Mein Name ist Sven Thielemann. Ich habe nicht das Glück, wie der Julian heute aus einem schneebedeckten Ort zu besprechen. Bei mir ist leider, ich komme aus dem Herzen Baden-Württembergs. Bei uns ist heute großer Glatteisalarm. Da fahren die Streu- und Räumfahrzeuge vorneweg. Vielleicht noch ein weiterer Satz zu mir. Ich bin jetzt seit 11 Jahren bei der Cosmo, bin bei der Cosmo Consult im Süden, gehöre zu unserem Standort in Nürnberg, bin aber selber, wie gesagt, in Baden-Württemberg an unserem weiteren Standort in Böblingen und war, bevor ich jetzt diese Funktion und diese Rolle mitgestaltet habe und jetzt auch ausführe, war ich 10, 11 Jahre im Vertrieb bei der Cosmo. Und zwar ganz klassisch im ERP-Vertrieb, das heißt Navision, NAV und dann eben später auch Business Central. Um jetzt vielleicht ein Stück weit auch mal auszuholen, warum jetzt auch diese Rolle und warum eigentlich auch so dieser Gedanke, mehr als nur Technologiepartner zu sein. Florian und Dirk, ihr hattet es ja auch in eurem Vortrag heute Vormittag schon angedeutet oder eine Frage zielte ja auch darauf hin, dass Strategie oftmals irgendwie so ein Thema ist, dass die fehlt und dass man doch noch sehr stark eben diesen technologischen Blick auch hat. Vielleicht ganz kurz so aus meiner Sicht geschildert, wie hat sich denn jetzt bin ich ja wie gesagt schon recht lange auch bei der Cosmo und seit auch der Gründung im Süden mit dabei, wie hat sich das denn jetzt auch für mich angefühlt? Wie hat sich denn meine eigene Transformation, Peter, du hattest es heute Morgen, glaube ich, auch schön formuliert, dass du selber so eine Transformation durchlebt hast. Wir haben ich sag mal, bis 2016 war so die ganz klassische Rolle, naja, man ist im ERP-Vertrieb, man verkauft ERP-Produkte, ERP-Dienstleistungsprojekte, die Einführung. Und dann habe ich so festgestellt, und das Jahr, ich glaube, es war so 2016, da passiert jetzt plötzlich mehr bei der Cosmo. Jetzt kommt plötzlich ein Bereich CM dazu.
Und dann kann ich mich erinnern an einen Post, ich glaube damals noch in Form von E-Mail, heute kommunizieren wir ja tendenziell eher über Jammer auch. Und da hieß es, wir haben jetzt ein Unternehmen gekauft, die sich mit dem Thema Data and Analytics, KI, befassen. Fand ich super spannend, hat mich aber ehrlicherweise auch nicht weiter berührt zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir haben uns weiter auf das Thema ERP konzentriert und haben so ein Stück weit die Dinge auch versucht, außen vor zu lassen, uns nicht ablenken zu lassen und hatten nach wie vor selber diesen starken ERP-Fokus. Naja, und dann wurden die Einschläge aber immer näher und man hat gemerkt, ja, ich glaube, so ganz isoliert betrachten können wir das an der Stelle nicht. Wir müssen uns weiter öffnen. Da passiert auch bei Microsoft was. Microsoft hat das alles auf eine IT-Plattform gestellt. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, wie wir die IT-Lösungen auch nutzen können. Und man kann das Thema ERP irgendwie auch gar nicht mehr so losgelöst von den anderen Dingen betrachten. Und dann passiert es eben in 2017, dass wir ein Transformationsprojekt begonnen haben, wo man dann plötzlich merkte, auch im Unternehmen passiert was, es gibt Workshops, man öffnet sich der ganzen Cosmo Consult, auch den weiteren Produkten. Und das war quasi dieses Initialprojekt, man hat einen anderen Fokus bekommen, es ging plötzlich nicht mehr nur so diese starke Produktsicht, sondern es ging plötzlich um die Kundenerfahrung. Wie können wir denn als Microsoft-Partner eine wirklich, ich sag mal, ja, tolle Kundenerfahrung auch bieten, losgelöst von einem reinen Technologiefokus? Und das war so der eine, ich sag mal so, der eine Initialpunkt, den wir hatten, der dann später auch zu dieser Rolle geführt hat und zu dieser etwas weiteren Betrachtung. Ein weiterer Punkt war, dass wir auch im Zuge dieser unserer eigenen Transformation hatten wir zu Beginn eben auch Unterstützung von einem Beratungshaus und die hatten die sprachen davon, dass 70% aller digitalen Transformationsprojekte scheitern. Also vor dem Hinblick so der eigenen Transformation und den Erfahrungen, die wir dann gemacht haben und auch diesen Informationen, seien es jetzt 60, 70 oder 80, sind sicherlich zu viele, haben uns dann die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Grund dafür? Warum scheitern digitale Transformationsprojekte aus unserer Sicht? Wir haben dort so mal, ich sag mal so drei Punkte identifiziert oder drei Überschriften identifiziert. Der erste ist aus unserer Sicht, dass wir einen zu starken Fokus oder oftmals bei Kunden oder Interessenten immer noch den zu starken Fokus auf der Technologie auch gesehen haben. Wenn ich da noch mal ein paar Jahre zurückblicke, dann auch in meiner Vertriebsphase oder so lang muss man gar nicht zurückschauen, ja noch bis vorletztes Jahr, dann habe ich das natürlich selbst erlebt, wenn man dann von, vielleicht kennst du einen oder andere von Unternehmen oder auch von ERP, klassischen IT-Systemen, Auswahlhäusern, dann Excel-Listen bekommt, die dann nicht selten 4, 5, 6, 8.000 Zeilen haben, die Funktionalität abfragen, die rein auf das Thema Technologie sind. Und dann kann es eben passieren, wenn man dann an der einen oder anderen Stelle das, ich sag mal, das falsche Kreuzchen setzt und wenn dann ganz konkret abgefragt wird, wie macht ihr denn das? Wir hätten gerne im Fertigungsauftrag unten rechts einen Button, der Folgendes tut und man kreuzt dann eben nicht Standard, sondern man kreuzt dann eben Anpassung an, dann kann es sein, dass man aus dieser Auswahl eben raus ist. Obwohl man vielleicht, losgelöst welcher IT-Partner, obwohl man vielleicht eigentlich für dieses Unternehmen der ideale IT-Partner gewesen wäre, um das Digitalisierungsprojekt zu realisieren. Das heißt, das ist immer noch ein Punkt, den wir in der Vergangenheit oft gemerkt haben und den wir auch heute noch spüren, dass manchmal immer noch sehr stark der technologische Fokus im Vordergrund steht. Ein weiterer Punkt von den dreien ist das Thema, geht denn mit dem Digitalisierungs- oder mit dem digitalen Transformationsprojekt, geht da auch einher eine Anpassung der Strategie? Geht da auch einher, Produkte und Services eventuell anzupassen? Und das Ganze dann irgendwo auch auf Langfristigkeit ausgelegt? Das ist auch eine Frage, die oft unberührt ist oder die Punkte oft unberührt bleiben. Dann wird das ERP oder das Digitalisierungsprojekt völlig losgelöst von der Strategie betrachtet oder aber es hat in keinster Weise, man sieht dieses Projekt in keinster Weise irgendwie damit im Zusammenhang,
dass man vielleicht auch die Chance nutzt, Produkte und Services zu ändern. Und wir haben heute eine große Chance eben mit der IT-Plattform, mit diesem Plattformgedanken, wirklich für kreative digitale Lösungen und Services. Und oftmals ist es dann doch in der Vergangenheit, wenn ich dann da auch nochmal zurückblicke, dann so, dass der Ursprung von ERP-Projekten nicht selten auch damit dann in Zusammenhang hing, dass ein wesentlicher ERP-Betreuer beispielsweise in Rente geht, dass das ERP-System aus dem Support läuft. Und das wird dann als Anlass genommen, das ERP-Projekt oder ein digitales Transformationsprojekt zu starten. Aber was man dann oft macht, ist quasi irgendwo den alten Wein nur in neue Schläuche zu packen. Und das ist auch etwas, und vielleicht gehe ich da auch mal darauf an, was haben wir denn da als Cosmo auch gemacht, um da auch mal einen Einblick zu geben. Für uns hat sich das natürlich auch massiv geändert. Ich hatte vorhin noch so ein bisschen angerissen, wie sich das jetzt auch für mich angefühlt hat, als klassischer ERP-Vertriebler damals und wie wir agiert haben. Und was haben wir heute? Wir haben heute bei der Cosmo Consult einen Marketplace. Ja, wir reagieren im Prinzip darauf, dass ein Kunde heutzutage in der Lage ist, wenn er denn will, mit einem Klick irgendwo auch den Partner zu wechseln. Das heißt, wir haben da natürlich auch einen gewissen Marktdruck, den wir spüren. Und dem begegnen wir, dass wir auch dieses veränderte Verhalten, dass man eben sehr schnell heute auch digital nach Lösungen, nach Partnern sucht, dass wir dort auch digitale Produkte über unseren Marketplace haben, dass wir vorkonfigurierte Produkte haben, mit denen ich relativ schnell beispielsweise ein ERP-System auch zum Laufen bringen kann. Das heißt, hier die eigene Transformation auch mit den Produkten und Services in Einklang gebracht. Das heißt, auch eben die Strategie mit berücksichtigt. Das ist der zweite Punkt. Und der letzte und dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, und zwar, was wir auch oft feststellen, ist, dass Mitarbeiter bei Kunden und Interessenten nicht oder nicht genug involviert sind. Ich möchte mal an der Stelle auch mal ein Beispiel bringen, was ich erlebt habe oder wo Mitarbeiter auch nicht die Wertschätzung an der Stelle erfahren, dass man ihnen das zutraut. Und von involviert spreche ich jetzt in dem Fall auch nicht, dass man sie mit in den Workshop nimmt und dort eine Möglichkeit gibt, sich zu äußern, sondern sie in den ganzen Innovations- und Kreativitätsprozess für dieses digitale Transformationsprojekt, dass man sie da auch tatsächlich nutzt, einbindet. Ich habe in meinen letzten Jahren, kann ich mich an einen Termin erinnern, ich sage jetzt natürlich nicht, wo das war, aber ich bin dort hingekommen und habe dann, gab es auch eine Vorstellungsrunde und in der Runde saßen beim Interessenten saßen 5 Teilnehmer und einer davon in der Vorstellungsrunde sagte dann schon zum Schluss, ja, ich bin während der aus dem Einkauf, bin aber nur noch 3 Tage da und dann habe ich gekündigt, dann okay. Dachte mir aber, so eigentlich ein recht patenter Kerl, sah und machte den Eindruck, dass er noch was erreichen will. Und dann ging der Termin weiter und dann sind unter anderem so wollten wir uns dort ins Internet einloggen, fragten nach WLAN, dann war so die Antwort, nein, WLAN haben wir bei uns nicht, das lenkt die Mitarbeiter ab. Und das war nach dem Jahr 2020. Also so ein bisschen, da wurde schon deutlich, wie da so auch so das Thema Unternehmenskultur ist. Und dann sind wir an einen Punkt gekommen, wo es auch dann um das Thema Strategie ging. Und dann, wie denn dort mit dem Thema Strategie, Mitarbeiterinvolvierung umgegangen wird. Und dann sagte dieser Mitarbeiter, wir haben vor 2 Jahren mal hier einen Workshop gemacht, in dem wir uns zu diesem Thema Strategie auch unterhalten haben. Die Mitarbeiter waren dort mit an Bord. Es waren klasse zwei Tage, in denen wir auch wirklich was erarbeitet haben. Und am Abend stellte sich dann der Inhaber hin und sagte so, meine Damen und Herren, für Sie ist jetzt hier Schluss. Ab hier geht es in den Geschäftsführer-Meetings weiter. Und dann sagte er, das war in dem Moment ist bei allen die Klappe runtergefallen und da war dieser ganze Schwung, dieser ganze Elan, der irgendwo aufgebaut wurde im Vorfeld, ist quasi in dem Moment konkret eingerissen. Und dann hat man gemerkt, wie eigentlich der Schwung da war, wie der Schwung aber nicht genutzt wurde, sondern wie er dann tatsächlich am Ende auch wieder kaputt gemacht wurde. Und das Spannende war, am Ende des Termins kam dann die Frage an mich, naja, Sie haben uns ja jetzt noch ein bisschen besser kennengelernt. Was glauben Sie denn, welche Produkte aus Ihrem IT-Portfolio uns denn noch weiterhelfen würden? Und
Und das hat für mich wieder so genau jetzt auch wieder diesen Sprung zu dem ersten. Der Fokus liegt oft auf der Technologie. Da wird in der Technologie versucht man, die Lösung für viele Themen zu finden. Und aus unserer Sicht ist das eben sicherlich ein valider Punkt, eine valide Säule, aber eben nicht die einzige, sondern es gibt eben neben dem Thema der Strategie und der Unternehmenskultur zwei wesentliche, die wir aus unserer Sicht berücksichtigen sollten, wenn wir wirklich Transformationsprojekte, digitale Transformationsprojekte erfolgreich gestalten wollen. Jetzt genau vielleicht an der Stelle, jetzt habe ich so ein bisschen erklärt, warum machen wir das eigentlich? Was ist das Warum, was wir dort tun? Und jetzt möchte ich an der Stelle so ein bisschen eingehen auf das Thema, was tun wir? Und ich hatte es ja auch schon mal angedeutet, diese Rolle, die wir etabliert haben, ist die Rolle des Customer Strategy Managements. Und die Idee dahinter ist eben eine Betrachtung nicht nur mit einem Fokus auf die Technologie, sondern eben mit dem Fokus auch auf das Thema Strategie und Kultur. Vielleicht an der Stelle, wir sehen uns dort, auch um das klarzustellen, wir sehen uns dort jetzt nicht als der nächste Ernst & Young, KPMG oder McKinsey, der, die große Welt der Unternehmensberatung betritt, sondern was wir haben, ich werde auch später nochmal darauf eingehen, was wir für Tools und Methoden dort entwickelt haben. Was wir wollen, ist im Prinzip ein sehr pragmatischen, aber doch effektiven Zusammenspiel eben für unsere mittelständischen Kunden, diese drei Säulen miteinander zu verbinden. Und da geht es uns darum, Sie als Unternehmen quasi zu befähigen, auch selber Ideen, Lösungen zu entwickeln und nicht sich die vorgeben lassen durch die Cosmo, sondern gemeinsam eben zu erarbeiten. Und wir haben uns hier, das ist sicherlich etwas, was bekannt ist, das Zitat, auch dem haben wir uns das haben wir uns zunutze gemacht oder danach haben wir uns ausgerichtet. Es muss mit der Kundenerfahrung beginnen und dann muss man sich in die Richtung der Technologie entwickeln und nicht die Technologie in den Vordergrund stellen und dann zu gucken, was kann ich denn jetzt mit dieser Technologie eigentlich machen. Und jetzt würde ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz ein praktisches Beispiel geben, was wir dort gemacht haben. Das ist jetzt gerade erst gestern passiert. Und zwar haben wir einen Kunden aus dem Onlinehandel, klassischer B2C-Kunde. Und mit dem haben wir vor einigen Wochen, also jetzt im Herbst, ein ERP-Projekt in den Echtstart gebracht. Und dann ging es dann so in dem Termin, wo man dann nochmal so eine Zusammenfassung macht und schaut, was ist denn jetzt gut gelaufen, was können wir besser machen. War dann auch in dem Termin die Frage, was kann denn die Cosmo, Sie kennen uns ja jetzt, was kann denn die Cosmo, wie ist denn das Produktportfolio eigentlich der Cosmo? Wir haben noch ein paar Themen vor, wir haben ein paar Ideen, aber wir haben noch nicht so richtig das Portfolio verstanden. Und dann haben wir diesen Termin wahrgenommen, haben darüber gesprochen und haben in dem Termin auch ein paar Themen, wie eben, und das sind genau die Themen, die ich vorhin ansprach, in der Vorstellung Data Analytics, CRM ist ein Thema gewesen, wo der Kunde sagt, da hätte ich wahrscheinlich noch Bedarf. Aber neben Data Analytics und CRM war es auch das Thema Webshop und PIM. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben im Prinzip das Gespräch auch mit der Geschäftsführung gesucht und gesagt, was sind denn eigentlich eure Ziele? Was wollt ihr denn erreichen? Wie ist denn eure Strategie? Und haben dann eben erfahren, was für Wachstumsziele es gibt, dass man in neue Länder will und dass man vielleicht auch neue Geschäftsmodelle von Kauf und Miete kombinieren möchte. Das heißt, nicht mehr nur den Kauf anbieten. Das heißt, wir haben dort sehr viel erfahren. Und was wir dann gemacht haben, war eigentlich dieser Switch. Oder anders, was hätten wir früher gemacht? Früher hätten wir im Prinzip einfach diesen Bedarf, den der Kunde geäußert hat, in die einzelnen Fachbereiche übergeben. Gesagt, setzt euch mal mit dem auseinander, der möchte sich im Bereich Data Analytics informieren oder im Bereich CRM. Hier haben wir es jetzt folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Customer Journey uns überlegt, um dem Kunden ein Stück weit zu inspirieren, was wir denn als Cosmo in diesen vier Bereichen, also PIM, Webshop, Data Analytics und CRM, haben uns eine Customer Journey überlegt, wie wir in seinem neuen Fokus mehr Richtung B2B und mit anderen Modellen, wie wir dort wirklich einen Mehrwert leisten können, um diese strategischen Ziele auch zu erreichen. Und das war spannend, also zum einen eine völlig neue Erfahrung für den Kunden, was er auch geäußert hat, diese Darstellung und diese Inspiration eben in Bezug auf seine Ziele. Und was ich aber auch ganz spannend finde, war,
was man gemerkt hat bei den Kollegen, die das mitgemacht haben. Ich kann mich erinnern, ein Kollege sagte, das ist ja richtig spannend, was wir tun. Wir bauen jetzt ja wirklich, wir begeistern ja nicht nur den Kunden mit einer Geschichte, sondern wir lernen uns auch viel besser kennen, was wir innerhalb der Cosmo eigentlich alles leisten können. Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir da auch verfolgen, wie wir das zusammenführen wollen, eben vor dem Hinblick auch der anderen Säulen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, und das ist etwas, das werden wir bei dem konkreten Fall jetzt im kommenden Jahr machen. Wir werden das, was wir jetzt an Inspiration geliefert haben, mal im kommenden Jahr in eine Roadmap bringen. Und das ist auch das, was wir in dieser Rolle des Customer Strategy Managements mit unseren Kunden auch machen wollen, nämlich eine digitale Roadmap zu erstellen. Also im Prinzip nichts anderes wie ein Fahrplan, was wir in einer bestimmten Zeit gemeinsam machen wollen, um etwas zu erreichen, aber unter eben auch den Berücksichtigungen der strategischen und auch der kulturellen Themen. Und bei dem Unternehmen, was ich eben angesprochen habe, kam nämlich auch zum Tragen, dass sagt, naja, wir haben jetzt gerade ein ERP-System auch in den Echtstart gebracht. Das hat massive Veränderungen auch in unserer Organisation gehabt. Wir müssen jetzt vielleicht auch an dieser Stelle gucken, dass der nächste Schritt nicht wieder eine enorme Anstrengung erfordert, die wir vielleicht zu dieser Zeit noch gar nicht mittragen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den wir hier auch dann berücksichtigen können und warum es auch gut ist, dass jemand da so ein bisschen das mit berücksichtigt. Und letztendlich geht es ja darum, nicht unbedingt mehr zu machen, sondern idealerweise mehr Richtiges zu tun. Und das ist eben genau der Punkt, den wir jetzt im kommenden Jahr mit dem Kunden machen wollen. Das heißt, nach dieser Inspiration auch zu schauen, wie passt denn das eigentlich mit deiner Strategie und mit deiner kulturellen Situation im Moment zusammen? Und lass uns das doch bitte berücksichtigen. Ich habe hier mal, um auch so ein bisschen, das ist ja, haben wir ja heute Morgen auch schon angerissen, so das Thema Fachkräftemängel, auch vor dem Hintergrund der Veränderungsbereitschaft auch in einem Unternehmen, die es erfordert eben, wenn man jetzt eine digitale Transformation macht, habe ich jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von einem Interview. Das ist vom Deutschlandfunk Kultur, kann man im Internet auch nochmal nachlesen. Ich würde jetzt an dieser Stelle tatsächlich nur den letzten Teil vorspielen, aufgrund der Zeit. Aber hier wird, was ist das für ein Interview? Da wird mit dem Deutschlandfunk Kultur ein Geschäftsführer eines Headhunter-Unternehmens, der dort nochmal etwas über Fachkräftemangel auch erzählt und ein paar auch nochmal Aspekte, die wir gerade gehört haben, nochmal ganz gut darlegt. Aber ist es manchmal auch so, wenn Sie mit der anderen Seite zu tun haben, also mit potenziellen Mitarbeitenden, gerade bei Jüngeren, man hört ja die entsprechenden Beschwerden von vielen Unternehmen, großen, mittleren und auch sehr kleinen, dass die manchmal auch zu anspruchsvoll sind. Also ist es manchmal so, wenn Sie mit Leuten reden, die Sie möglicherweise vermitteln könnten und eigentlich auch vermitteln wollen, dass Sie dann sagen, ja, aber mal ganz vorsichtig. Also diese lange Liste von Erwartungen und Forderungen, die werden wir so nicht erfüllen können. Da streichen wir erstmal ein bisschen was weg. Ganz klar, mache ich. Mache ich aus einem Grund, weil letztendlich geht es um die Veränderungsbereitschaft. Jeder, der Zukunft will, der ist auch bereit, dafür was zu tun. Die Frage ist, was müssen wir tun, um Zukunft zu schaffen? Und da ist sicherlich das Thema, das Verhalten zu verändern. Wie evaluiere ich Kandidatenprofile? Für was bin ich offen? Ich sage nur mal das Thema Internationalität. Ja, an dem Thema kommen wir nicht vorbei in Deutschland. Aber Sie glauben ja gar nicht, wie groß die Augen werden. Und ich sage, naja, wie sieht's denn aus? Können wir in Europa oder weltweit schauen? Und da fängt es dann schon an. Ne? Und jeder Unternehmer, der Zukunft will, muss sich fragen, was bin ich da dabei bereit für zu investieren? Nicht nur Geld, sondern auch Veränderungen. Aber da ist halt ein riesen Nachholbedarf. Aber wenn wir jetzt über diese internationalen Aspekte reden, was ist denn da das Problem? Sagen da Unternehmen oft, das ist uns zu aufwendig, weil zumindest wenn es nicht EU-Länder sind, das auch ganz von der Verwaltung her schwierig wird, weil es Geld kostet. Sprachproblem oder sind das ganz andere Vorbehalte? Ich würde sagen, das fängt sehr oberflächlich an mit dem Thema Sprache. Und es ist ja nie das Management, es ist ja nie der direkte Vorgesetzte, sondern es sind immer die Leute irgendwo, die man gerade nicht im Raum hat, die ein Problem damit haben. Aber letztendlich ist es ein Kulturthema, dass ich sage, die meisten haben nach wie vor Schwierigkeiten, damit zu sagen, in 5 Jahren sind wir ein englisches Unternehmen oder ein europäisches Unternehmen. Im Sinne von, warum nicht Englisch lernen? Haben Sie 10-mal einfacher Fachkräfte in den nächsten 5 Jahren, als wenn Sie jetzt ewig darauf warten, dass wir uns klonen in Deutschland? Das funktioniert nicht.
Also ich würde Ihnen wirklich den Tipp geben, Englisch lernen, flächendeckend. So, und dann kommen ja noch 100 andere Themen dazu. Aber die Sprache ist auch das Oberflächliche. Da müssen natürlich sich auch noch Prozesse verändern, dass wir sagen, wir fühlen uns sicherer in den Ländern, wo wir sagen, da können wir überhaupt Fachkräfte herholen. Ich glaube, es fehlt oft an Vorbildfunktionen. Wo funktioniert es denn richtig gut? Und da stehen halt viele auf der Straße und sagen, naja, ich habe noch nie gehört, dass irgendwo das gut funktioniert hat. Es ist ja eindeutig, das hat man schon in dem ersten Satz, den Sie mir auf die erste Frage erzählt haben, eigentlich gemerkt, wir reden ja hier von einem Markt, in dem immer mehr, gerade bei Fachkräften, die Arbeitgeber um die Arbeitnehmer buhlen müssen. Ich spitze es mal zu. Sie beraten ja viele mittlere und sogar kleinere Unternehmen. Können die auf die Dauer mithalten? Weil ich habe das Gefühl, bei dem, was Sie jetzt an Anforderungen an die Arbeitgeberseite beschrieben haben, da können doch DAX-Konzerne oder internationale Konzerne, die es jetzt schon sind, ja, in Deutschland gibt es ja internationale Konzerne, die können doch grundsätzlich viel mehr bieten als die Kleinen. Ich meine, ich rede über Geld, ich rede über Organisation, Erfahrung, Zukunftsfähigkeit. Bleiben die da nicht irgendwie zwangsläufig zurück? Nein. Ich würde sogar sagen, das Pendel fliegt in die andere Richtung. Wer heute schnell und dynamisch ist, der hat eigentlich Stärken. Die Stärken müssen nur ausgespielt werden. Sie wissen ja gar nicht, wie viele Leute in irgendwelchen DAX-Konzernen rumhängen, um zu sagen, eigentlich bin ich gelangweilt. Dafür habe ich nicht studiert. Dafür habe ich zu viel Power, als hier in Rente zu gehen. Nicht alle, aber sehr viele. Und da ist natürlich, da sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen prädestiniert für. Das heißt, die können eigentlich schon was bieten. Die können Handlungsfähigkeit bieten. Die können sagen, bau mir doch den Markt auf. Du hast die Hauptverantwortung. Ich möchte, dass du den Laden nach vorne bringst. Das kann der DAX-Konzern und Vorstand nicht. Da ist man eine Schraube. Da ist man im System drin. Da gibt es die oberen 10%, die was zu sagen haben und die was schaffen. Das ist gut und der Rest, der ist Umsetzung. Aber wenn Sie klein und mittelständisch sind, haben Sie unendlich viele Möglichkeiten für die richtigen Kandidaten. Und das ist ein Hauptproblem. Das Angebot, was Sie aktuell als Job in den Markt stellen, das ist unattraktiv. Und Sie denken, Sie müssen mehr Geld leisten, damit überhaupt ein Kandidat aufmerksam wird. Und das ist veraltet. Wenn Sie so denken, brauchen Sie sofort Hilfe. Weil letztendlich geht es darum, dass Sie sagen, was macht uns aus als Unternehmen? Fangen Sie an, nach innen zu gucken. Wer arbeitet denn gerne bei Ihnen? Und wenn da nicht viele Ja sagen, dann machen Sie sich Gedanken darüber. Und wenn man dann eine Aussage hat, eine Identität, dann kann man nach außen gehen. Guck mal, die 10 arbeiten mit Leidenschaft bei uns. Die wollen auch die nächsten 10 Jahre für uns arbeiten. Ist da eine Attraktivität? Ist da eine Schnittmenge? Hast du Lust mitzumachen? Und das wird nicht gemacht. Der Personalgewinner oder wie man international sagt, Headhunter Dirk Ohlmeier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Ohlmeier, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Schönen Dank, schönen Tag. Ja, wunderbar. Ich fand, das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Die Chancen sind da und die Menschen wollen heute auch mitgestalten. Und ich glaube, das können wir nutzen eben in diesen digitalen Transformationsprojekten. Wenn wir gezielt eben auch neben dem reinen Technologiethema gucken, wie hilft uns das denn im Hinblick auf Strategie, auf neue Märkte und wie passt das denn zu unserer Unternehmenskultur oder müssen wir die eventuell auch anpassen? Ich habe hier nochmal zwei Zitate verwendet, die habe ich von Uwe Bergmann, das ist unser Gründer und Vorstandsvorsitzender, die es eigentlich auch nochmal gut auf den Punkt bringt. Das eine ist, wenn man es schafft, die Veränderung selbst zur Unternehmenskultur zu machen, dann kann man die Innovationskräfte des gesamten Unternehmens entfesseln. Und das zweite ist, digitale Werkzeuge sind nicht einfach nur moderne Versionen der altbekannten Lösungen. Ihre Stärke beruht vielmehr darauf, dass sie neue Ideen, neue Arbeitskonzepte und vor allem neue Geschäftschancen ins Spiel bringen. Das ist ja auch genau das, was vorhin mal kurz ins Spiel gebracht wurde, dass die IT Business Enabler sein kann. Diese Chance gilt es eben zu nutzen mit den Menschen, mit den Mitarbeitern gemeinsam. So, jetzt habe ich viel geredet über das Warum und auch das, was wir dort tun in der Rolle des Customer Success Managements. Und jetzt würde ich aber noch mal ganz gerne kurz die letzten paar Minuten darauf verwenden, auch wie machen wir das eigentlich? Wie kann denn das konkret dann aussehen? Wie unterstützen wir denn da unsere Kunden und Interessenten? Und wir haben diese Rolle ja jetzt noch relativ neu und wir haben sie vor, ja, als wir sie gemeinsam etabliert haben bei uns innerhalb der Cosmo, war auch schon unsere Idee immer, dass wir das spiegeln müssen. Wir müssen das irgendwie, wir wollen jetzt nicht einfach irgendwas im stillen Kämmerlein machen und das dann nach einem Jahr oder zwei auf den Markt bringen und gucken, ob es passt. Sondern wir haben das sehr oft mit unseren Kunden gespiegelt und wir sind da nach einer Devise vorgegangen, die hier sehr schön beschrieben ist, dass wir nicht gleich geschaut haben, wir brauchen hier irgendetwas, was skaliert,
sondern wir haben geguckt, dass wir diesen Service, diese Rolle und diese Leistung, die wir dort haben und anbieten, dass wir die wirklich erstmal bestmöglich ausgestalten mit eigentlich auch Kundennutzen dann hinterlegen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben in diesem Prozess ein Strategieinterview entwickelt. Und dieses Strategieinterview hat 15 Fragen. Wir wollen dort das ist ein Strategieinterview, das machen wir mit den Geschäftsführern in der Regel unserer Kunden und Interessenten. Und da geht es natürlich sehr stark um Fragen der Strategie, der Vision, der Mitarbeiterentwicklungsthemen. Und wir haben dieses Strategieinterview genutzt, um auch mal zu fühlen, gibt es denn eigentlich Interesse an so einer Leistung? Besteht denn da Interesse an Themen wie Kultur und Strategie, auch sich mit uns darüber zu unterhalten? Und ich habe jetzt hier mal drei Ausschnitte von der Rückmeldung mal mitgebracht. Und also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt viele Unternehmen, zehn Unternehmen fragt, ob die eine Strategie oder Vision haben, jetzt mal auf unsere Mittelständler betrachtet, dann ist es viel, wenn 5 Ja sagen. Die meisten sagen eher, dass es tatsächlich hilfreich wäre, mal eine 5- oder 10-Jahres-Strategie oder Vision zu haben oder auch sie auch zu kommunizieren. Manchmal ist sie da, aber die Mitarbeiter kennen sie nicht. Anderer sagt, wir brauchen Inspiration und Lösungen, die uns in unserer Branche wirklich nach vorne bringen. Und das ist ja genau das, worüber, wenn wir über eine Customer Journey aussprechen, wo wir hinwollen. Eine letzte Aussage war, digitale Projekte zu koordinieren ist eine Herausforderung. Eine digitale Roadmap würde uns und unseren Mitarbeitern die Richtung vorgeben auf der Suche nach der besten Lösung. Und wie sähe das konkret aus in einem ersten Schritt? Ich habe das hier mal versucht darzustellen. Wir würden, so haben wir es auch gemacht bei vielen, mit einem Art Status Quo mal anfangen. Dieser Status Quo kann eben eher strategischer Natur sein. Da machen wir dann ein strategisches Interview. Das kann aber auch ein Check sein, ein Kulturassessment. Wie ist denn die Unternehmenskultur? Darüber hinaus gibt es bei uns auch auf der Webseite, kann jeder heute noch machen, den sogenannten Digi-Check, wo man seine digitalen Prozesse oder seine Prozesse einfach mal im Vergleich zur Branche einfach mal checken kann und gucken kann, wo stehe ich denn eigentlich im Vergleich zu meinen Wettbewerbern? Bin ich da eher besser oder bin ich da eher schlechter? Und vielleicht ein, zwei Geschichten noch, die aus diesem Strategieinterview auch herausgekommen sind. Das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Bei einem Unternehmen, bei der Fragestellung auch, naja, wie ist denn das, habt ihr denn eine Mitarbeiterstrategie, wie ihr sie gewinnt, wie ihr sie haltet? Das war ein Unternehmen, da haben wir die Auswahl für das ERP-Projekt gewonnen, starten da auch ein ERP-Projekt. Und dann kam so, man muss dazu sagen, das Unternehmen ist vor 2, 3 Jahren verkauft worden. Und bis dahin, und das sagte der Geschäftsführer damals, ist die Haltung, unsere Mitarbeiter sind es gewohnt, Befehlsempfänger zu sein. Dann ist natürlich schon die Frage, wie erfolgreich ist ein Digitalisierungsprojekt, wenn in einem Workshop Mitarbeiter sitzen, die eben nicht innovativ sind, die es gewohnt sind, irgendwie eigentlich eher darauf zu warten, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Weil wozu hat das geführt? Und das ist jetzt eigentlich auch schon genau die Idee des nächsten Schrittes. Das heißt, aus diesen einzelnen Status Quo-Themen, die man dort machen kann. Julian, bitte ein weiter. Gibt es schon sogenannte Impulse? Das heißt, aus diesen ersten Tests kommen schon oftmals Dinge raus, die man einfach tun kann, wo man wirklich einen Mehrwert erzielt. Also konkret haben wir bei dem Unternehmen dann eine Begleitung für die Projektleiterin, die dafür sorgt, dass diese Mitarbeitereinbindung stärker passiert, dass wir schon mal erste, ich sag's mal so, Unternehmenskultur, so Change-Themen auch mit reinbringen, um dort eine andere Kultur auch mit reinzubringen, um das ERP-Projekt oder das Digitalisierungsprojekt dann am Ende des Tages auch erfolgreicher zu machen. Und ein letzter Input, der noch passiert ist, ist, dass wir, ehe wir dann tatsächlich auch zu der Roadmap kommen, bei einem Kunden war es so, dass wir während des Strategieinterviews sprach der Kunde plötzlich von einem Transformationsprojekt. Bis dato immer nur von einem Update. Wir machen ein Update. Wir wollen ein Update machen. Und auf einmal war es ein Transformationsprojekt.
Dann war die Frage, naja, was ist denn für Sie ein Transformationsprojekt und warum sprechen Sie jetzt von einem Transformationsprojekt? Naja, wir haben gelernt und stellen fest, dass wir heute gar nicht mehr alles im ERP machen müssen. Wir können, wenn wir die Microsoft-Plattform haben, ganz viele Dinge auch woanders tun. Nur heute sind unsere Mitarbeiter gewohnt, dass jeder einen ERP-Zugang hat. Und wenn das morgen nicht mehr der Fall ist, dann wissen wir oder befürchten wir, so kennen wir unsere Mitarbeiter, dass sie ein Problem damit haben und glauben, sie sind nicht mehr wichtig. Das heißt, wir müssen auch dort anders die Menschen mitnehmen. Das heißt, hier werden plötzlich ganz neue Sichtweisen klar und das an der Stelle möchte ich jetzt eigentlich auch direkt beenden. Ich glaube, meine Zeit ist auch rum. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse geben. Ich konnte ein bisschen inspirieren, auch auf dem Weg in die Cloud für Sie, um einfach vielleicht ein bisschen über den technologischen Tellerrand hinauszuschauen und die anderen Felder mit zu berücksichtigen. Und dann biete ich Sie noch an, einen Satz sei mir noch gegönnt. Ich mache das nicht alleine. Ich habe viele Kollegen im Norden, im Süden, im Osten und im Westen, die das mit mir gemeinsam machen. Und wenn Sie Interesse haben, dort mal tiefer einzusteigen, freuen wir uns, wenn Sie auf uns zukommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich auch, Sven, für diesen spannenden Vortrag. Ich glaube, das ist ganz gut durchgekommen, dass wir bei der Cosmo tatsächlich mehrere Ansätze kombiniert sehen, um halt eben nicht nur auf der, wie du so schön gesagt hast, nicht nur auf der technischen Ebene erfolgreich zu sein, sondern halt eben auch emotional, wie strategisch und kulturell die gesamte Belegschaft mitnehmen zu können, einfach auf diese Reise. Dementsprechend vielen Dank für deine Präsentation. Meiner Meinung nach sehr spannend und ja, ich freue mich auf den letzten Block, den wir noch haben, nämlich unseren Abschluss. Da haben sich einerseits die Svenja Raschka von Microsoft, die ist dort SMB Sales Lead für Biz-Apps und unser CCO Klaus Aschauer, der auch schon freundlicherweise im Bild ist, hi Klaus, bereit erklärt, noch mal ein kurzes Abschlusswort zu geben. Mit Blick auf die Zeit, Klaus, schieß gerne los. Ja, ich mache es ein bisschen schneller. Erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt so einen kurzen Slot bekomme, hier heute auch nochmal was zu sagen. Ich habe viele spannende Themen gehört, jetzt aus dem Thema Customer Strategy Management. Eins davon ist Kultur. Und das, was ich gleich abschließend auch noch sagen möchte, ist, das haben wir auch bei unserer eigenen Transformation sehr, sehr schnell erkannt, dass wir kulturell bei uns ganz viel ändern müssen, um auch wirklich Schritt halten zu können mit den ganzen Themen, die uns bei einem Digitalisierungsprojekt oder einem Transformationsprojekt begleiten. Und ein Punkt, den wir ganz besonders lernen mussten, ist, wir können letztendlich Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen, wie wir sie kreiert haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Häufig geht man bei einer Transformation quasi mit dem alten Mindset vor, nämlich, dass man Dinge einfach umsetzt. Und was wir gelernt haben, das ist jetzt schon die nächste Folie, bitte Julian, dass wir viel früher ansetzen müssen mit dem Thema Changing Thinking. Das heißt, abgeleitet von der Vision, Mission und Strategie, die man hat, muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich muss überhaupt ein neues Denken lernen in Bezug auf Transformation und Digitalisierung. Es gibt so einen schönen Spruch, ein scheiß analoger Prozess digitalisiert ist ein scheiß digitaler Prozess. Und genauso muss man auch denken. Man muss die Dinge wirklich von Grund auf neu denken. Man muss sich eine neue Denkweise angewöhnen, um erstmal wirklich in einen transformativen Prozess sich reindenken zu können und Dinge komplett neu zu denken und sie dann wirklich zu ändern. Heißt Changing Thinking, erstmal die Denkweise ändern, um sie dann in das Thema Changing Things auch wirklich unterbringen zu können. Und das ganze Ding in einem Transformationsprojekt ist von vornherein, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, Julian, ist von vornherein auch so angelegt, dass es ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, der hier auf der linken Seite steht, dass das Leadership-Team in der gesamten Organisation maßgeblich an allen Themen rund um Transformation auch wirklich im Lead ist und das Management dann dabei auch unterstützt und mitnimmt, diese transformatorischen Dinge zu bewegen. Auch das mussten wir sehr schmerzhaft lernen, dass es wirklich, wirklich ganz intensiv notwendig ist, dass Leadership da auch wirklich nicht nur involviert ist, sondern auch ganz klar mitarbeitet und die Richtung vorgibt. Ohne dem funktioniert es leider nicht. Und abschließend vielleicht noch ein paar Punkte, die man sich mit auf den Weg nehmen sollte. Die sieben Felder
für ein digitales Transformationsprojekt, was man sich vornehmen sollte. Das steht ganz klar im Zentrum und das wurde im Vorfeld auch durch den Sven Thielemann in der Diskussion auch nochmal gesagt, ist das Thema Kultur und Leadership. Und auch gerade auf dieses Thema sollte man gleich zu Beginn, wenn das Setup für das Projekt oder für die Projekte, für das Programm, wie auch immer man das benennen mag, gesetzt wird, muss man wirklich darauf eingehen und sagen, was hat man für eine Kultur? Und da auch bitte ganz ehrlich sein, was hat man für eine Veränderungskultur innerhalb der Organisation und wie weit muss man da in die Tiefe gehen, um sich wirklich als Gesamtorganisation dann auch verändern zu können, weil nur mit dem Stück Software ist es eben nicht getan. Und da einige Punkte noch, wirklich den Kundenfokus zu legen, heißt nicht einfach aus der Denkweise, wie denken wir über den Kunden, sondern was erwartet der Kunde von uns? Immer versuchen, outside in zu denken, Customer Focus. Neue Technologien auch innerhalb der Denkweisen, innerhalb der Denkmuster im Sinne von Changing Thinking auch zu betrachten, wie können wir neue Technologien wirklich wertbringend Nutzen stiften. Das Thema Cloud und Intelligent Data, ein Riesenthema, was häufig unterschätzt wird. Man hat natürlich mit Daten zukünftig viel, viel mehr Möglichkeiten, als man sie bis jetzt bekannt gemacht hat für sich als Unternehmen selbst. Also wir sehen das selber bei uns. Ich sitze heute den ganzen Tag in einem Strategie-Meeting, wo wir uns überlegen, wie können wir die Daten, die wir in den letzten Jahren alle so gesammelt haben, die wir von einem ersten Touchpoint mit einem Kunden bis hin zur Customer Journey in ein Projekt, wie können wir diese Daten auch wirklich zielführend verwenden und zielführend nutzen, unseren Kunden zur Verfügung stellen, dass die auch mit den Daten, die sie generiert haben, mit uns generiert haben, wiederum Nutzen rausziehen. Das ganze Thema Optimization und Automation von Prozessen, auch ein separater Punkt, wirklich zu überlegen, wo kann ich automatisieren, wo hilft mir ein automatisierter Prozess, wo hilft er mir nicht. Auch ein ganz wichtiger Punkt in der Betrachtung, das ganze Thema Digital Sales und Digital Marketing in Bezug auf den Marktangang, was kann ich eigentlich verändern oder was muss ich verändern, wenn ich mich selber als Unternehmen digitalisiere, wenn sich mein Markt digitalisiert, wenn sich mein Markt transformiert, was muss ich quasi in meinem Go-to-Market ändern und last but not least natürlich digitale Strategien und digitale Businessmodelle für mein eigenes Geschäft. Und das, glaube ich, ist ein zentraler Punkt, dass man als Unternehmen, egal was man tut, wie man sich transformieren will, wo man herkommt, speziell Produktionsunternehmen sind da prädestiniert auch für, wie kriegt man es hin, dass ich ein digitales Geschäftsmodell, ein digitales Businessmodell in meine Strategie mit einbauen kann, um mich langfristig zusätzlich in ein digitales Unternehmen zu entwickeln. Das sind die 7 Felder, super spannend. Und ich glaube, da ist für alle eine Spielwiese da, wo man sich über die nächsten Jahre sehr, sehr gut beschäftigen kann. Abschließend kann ich nur sagen, dream big, work hard, stay focused and surround you with good people. Und das ist was Steve Jobs auch schon immer gesagt hat. Nur Leute einstellen, die schlauer sind als man selbst, denn nur von denen lernt man und nur die bringen einen weiter. Und in diesem Sinne übergebe ich an die schlaue Svenja. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen Dank dir, Klaus. Aber vielleicht von meiner Seite aus, ich habe heute die Ehre, das Event zu closen. Vielen Dank auch hierzu nochmal an die Cosmo von mir. Super spannende Veranstaltung. Ich habe auch jetzt die letzten Stunden zugehört, konnte mir nochmal einen Eindruck verschaffen über die verschiedenen Success Stories, würde ich es mal nennen, aus den verschiedenen Industrien. Sehr, sehr spannend auch da zu hören. Auch ich habe ein Zitat mit draufgepackt. Ich dachte, ich mache was Innovatives. So innovativ war es dann anscheinend doch nicht, wenn ich mir meine Vorredner-Slides so anschaue. Aber trotz dessen ganz kurzes Zitat von Satya Nadella, auf das ich eingehen möchte. If you don't jump, you don't survive. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu der Veranstaltung heute. Gerade auch, wenn wir uns mal die allererste Frage angucken, die heute bei der kurzen Umfrage genannt wurde, was verbinde ich mit der Cloud, haben die meisten von Ihnen gesagt, das System der Zukunft. Und meiner Meinung nach kann man das super verbinden. Man muss irgendwann sich einfach mal trauen zu springen. Andererseits verliert man irgendwann den Anschluss und überlebt eben nicht. Beziehungsweise, wie auch Dirk und Florian gesagt haben, vielleicht nicht für jeden ist die reine Cloud etwas,
aber ein hybrider Mix. Oder man sagt, okay, man bleibt auf On-Prem, aber das bewusst. Also dieser Ansatz, sich mal Gedanken zu machen, zu überlegen, wo stehen wir jetzt und in welche Richtung springen wir, damit wir weiterhin überleben und nicht einfach alles beim Alten zu lassen, sondern zu schauen, was bieten die verschiedenen Technologien heute an und in welche Richtung gehen wir, ist einfach überlebenswichtig für jedes Unternehmen heute. Und ich würde das damit auch schließen, es nicht allzu lang machen. Wir haben jetzt 14 Uhr, bis 14 Uhr soll es die Veranstaltung gehen. Ich bedanke mich auch von meiner Seite aus herzlich, dass Sie heute dran teilgenommen haben. Sie sehen nochmal ein paar Informationen zu mir auf der Folie, falls Sie das interessiert, auch ein paar Kontaktdaten. Sollten Sie im Anschluss auch nochmal gezielte Fragen an die Microsoft haben. Ansonsten ist die Cosmo da ein sehr, sehr starker Partner von uns, kann jegliche Fragen beantworten und wir stehen da auch im regen Austausch und freue mich dann auch in Zukunft bei weiteren Veranstaltungen dabei zu sein. Und würde dann nochmal rübergeben wahrscheinlich. So ist es. Vielen lieben Dank, Svenja, an der Stelle für deinen Input. Auch Klaus nochmal danke für deinen Input. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei der Veranstaltung. Sie konnten einiges mitnehmen. Und ja, ich bin gespannt, ob einer von Ihnen oder mehrere von Ihnen im neuen Jahr tatsächlich auf den SaaS- oder Cloud-Zug entsprechend aufspringt. Machen Sie es gut und bis bald. Dankeschön.